So, eine Frage an die Regie. Sind wir jetzt wieder online? Sind wir. Okay, das heißt, ich habe mein iPad hier auch und gucke, wenn Fragen kommen. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt mit 15 Minuten Verspätung, 15:45 Uhr, beim Vorstellen der Ergebnisse und bei der Diskussion. Mir ist es gelungen, in 4 von 5 Workshops kurz hineinzuriechen und tatsächlich auch beim einen oder anderen kurz mitzudiskutieren. Die 5 Workshops waren sehr unterschiedlich intensiv besucht, von sehr familiär bis gut gefüllt. Aber wir wissen ja nicht, oder ich weiß nicht, was sich online in den jeweiligen Bereichen zugeschaltet hat. Ich habe jetzt die große Freude, die 5 Moderatoren der Workshops für mich arbeiten zu lassen. Und möchte das Ganze so beginnen, dass jeder der Moderatoren erstmal ganz kurz die Zusammenfassung macht, welche kritischen Punkte diskutiert wurden, was möglicherweise als Lösungswege beschritten wurde. Dann würden wir jeweils den Workshop diskutieren, Entschuldigung, diskutieren und wechseln dann zum nächsten. Ich habe wieder meine Karte dabei mit 2 Minuten und rote Karte. Und möchte gerne so vorgehen, wie es hier im Programm aufgeschrieben ist. Das heißt, wir fangen an mit dem Workshop Strategien im Umgang mit geschädigten Waldflächen zur Sicherung der Ökosystemdienstleistungen. Und als Moderator war mein Kollege Dr. Jan Engel dort bei. Jan, bitte sehr. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also wir haben im Workshop als nächstes schon mal festgestellt, aber wie auch aus der Runde hier, Wälder haben keine Ziele. Die werden gesellschaftlich nachgefragt oder mehr oder weniger von Eigentümern angeboten. Oberziel unseres Managements, nämlich den Umgang mit geschädigten Waldflächen zur Sicherung der Leistung, ist es eben, das System zu erhalten. Wir haben dann einen gesellschaftlichen, gesetzlichen Exkurs unternommen vom Grundgesetz über das Bundeswaldgesetz bis hin zu dem gesellschaftlichen Wertekanon, in dem wir uns bewegen. Da sind wir vielleicht ein bisschen vom Kurs abgekommen, aber wir haben eben gesehen, diese Erwartungen der Gesellschaft steigen an und es gibt keine bewertbaren Produkte. Dienste oder Leistungen sollten nach dem Verständnis aus dem Workshop eben auch entlohnt bewertet werden, nach dem Motto, wer bestellt, bezahlt. Und da merkte man auch eine relative Einigkeit in unserer Gruppe, was sicher auch an der Zusammensetzung lag. Es sind jetzt keine Maximalforderungen aus einer oder anderen Richtung gekommen, sodass wir uns auf dieser Ebene dann weiter bewegt haben. Ich habe noch versucht, die Aspekte zum Beispiel auch vom Privatwaldbesitzer Herrn Tempel mit reinzubringen, der ja leider auch jetzt technisch nicht zugeschaltet werden konnte, wie das aus seiner Sicht gewesen ist. Und da, wie auch zum Beispiel aus Sicht des großen Landesforstbetriebes, wurde deutlich, man müsse einen Plan haben. Es müssen aber alle Faktoren irgendwie einkalkuliert werden, die ja immer mehr von Unsicherheit behaftet sind und dass wir da auch zu Entscheidungen bei Unsicherheit genötigt werden, also die ja anstehen. Und da kamen wir eigentlich zum Kern, auch zum Thema unseres Workshops. Also es ist schon extrem schwierig, Ökosystemleistungen zu bewerten, marktfähig zu machen, sie in den gesellschaftlichen Diskurs zu stellen und das schon in ruhigen Zeiten, die wir ja jetzt gar nicht mehr haben, sodass es also noch schwieriger eigentlich ist, wenn man noch mit dem geschädigten Waldökosystem zu tun hat und diese Ökosystemleistungen nachgefragt werden und erbracht werden wollen. Ergebnis war auch, dass wir aus dem Workshop heraus diesen Ausgleich und die Integration der verschiedenen Funktionen oder Leistungen bewahren wollen. Und es wurde auch deutlich, dass es eine legitime Rolle der Holzproduktion, der Holzwirtschaft und auch der Waldarbeit gibt, obwohl auch leider der Vertreter der Holzindustrie, Herr Hecht, leider nicht dabei gewesen ist. Aber ich denke, wir haben diesen Aspekt auch mit diskutiert. Impulse aus der Diskussion sind gewesen, dass wir zum Beispiel auch, um die vielen kleinen Waldbesitzer zu motivieren, Leistungen anzubieten oder diese auch marktgängig zu machen oder vielleicht auch in den Genuss von Vergütung zu kommen, hier forstwirtschaftliche Vereinigungen mit einzubeziehen, forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, die bisher ja auch eher auf die Holznutzung und den Holzverkauf fokussiert worden sind. Dann kamen wir auch noch auf den Punkt der Förderung, also dass bisher auch eigentlich nur diese klassische Forstwirtschaft gefördert wird, aber eigentlich sollte man
sie am Ergebnis messen und dadurch auch innovative Ansätze fordern und auch fördern. Also vielleicht auch hier an eine Umstellung zu denken, um Motivationen auch bei Waldbesitzern und Innovationen hervorzurufen. Insbesondere natürlich auch für den kleinen Privatwald, da vielleicht neue Modelle oder die abweichend sind von größeren Forstbetrieben. Und selbstverständlich kamen wir zum Schluss auch zu der Erkenntnis, dass das Ganze natürlich nicht ohne Fachleute geht, die auch klassisch ausgebildet sein sollten, in verschiedenen Fachdisziplinen auch wirken zu können. Also man sollte vorbereitet sein. Das kam insbesondere auch ist im Vortrag von Herrn Kraut wurde das deutlich. Das wurde auch bestätigt in der Gruppe für diese Situation. Man muss ein Zielsystem haben, wie man mit den Dingen umgeht, aber letztendlich dann situativ entscheiden, also von der Strategie zur Taktik. Das vielleicht aus unserer Arbeitsgruppe. Ja, dann gebe ich jetzt erstmal die Diskussion zu diesem Workshop frei. Gibt es aus Ihrer Sicht Fragen und Anmerkungen, sowohl online als auch jetzt hier aus dem Auditorium heraus? Andreas Bolte. Wir bräuchten, ja, Mikro kommt von hinten. Ja, danke. Frage an die Runde, wurde auch über die Frage der CO2-Speicherleistung diskutiert in der Runde, weil das ist ja, das schwebt ja gerade sehr stark um. Ich verweise nur auf die vielen Fragezeichen, die man dabei hat, weil wenn man nicht nach dem Prinzip geht, Nutzen privatisieren und Verluste kommunalisieren, hieße ja, wenn jemand CO2-Speicher verliert im Wald, müsste er eigentlich auch wieder Geld bezahlen, die Waldbesitzer. Es kann ja nicht nur möglicherweise sein, dass sie, wenn sie Speicherleistung anbieten, dann was bekommen. Und die zweite Frage ist, müsste man dann nicht auch den Sektor erweitern auf die Holzprodukte? Weil ansonsten man ja nur die Speicherleistung im Wald, aber nicht im Produktbereich, würde ja dazu führen, dass man im Grunde eigentlich den Waldbesitzer dafür belohnt, dass er nicht Holz erntet und der weiteren Verarbeitung zur Verfügung steht. Also meine Frage ist, da in der Form diskutiert worden oder auch darüber nachgedacht worden? Es ist tatsächlich konkret nicht CO2 angesprochen worden, aber vielleicht ein Mechanismus, der in diese Richtung geht. Das ist nämlich die Frage, wie man diese Leistungen, die Waldbesitzer auch erbringen, bewertet und dann auch honoriert. Und da geht es ja genau in die Sache rein. Und da haben wir die Rolle von forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen insbesondere hervorgestellt, aber auch das Thema Zertifizierung, also dass die Leistung auch irgendwie abbildbar ist. Aber wir sind tatsächlich nicht konkret auf CO2 gekommen. Ja, ich habe, Jan, auch zwei Fragen, weil ich muss das ja irgendwie dann versuchen umzusetzen, was hier aus der Waldkonferenz herauskommt oder wenigstens meine Politikberatung so gestalten, dass es umsetzbar ist. Die erste Frage oder das erste ist nicht eine Frage, sondern ein Hinweis und eine Bitte an Akteure. Dieses Thema klassische Förderung wurde auch in einem Workshop angesprochen, in dem ich drin war, den Michael Luttert geleitet hat. Wir haben im Moment das Problem, dass wir nur die aktive Investitionsförderung oder die aktive Investitionsmaßnahme fördern. Was wir nicht fördern können, weder aus der Gemeinschaftsaufgabe, aus der GAK, noch aus dem ELA heraus, ist ein Ergebnis. Also der Waldbesitzer, der einen verjüngten, mit mehreren Baumarten verjüngten Waldbestand hingestellt hat, da sagt die Förderpolitik im Moment, na, der hat es ja auch so geschafft, der braucht ja wohl keine öffentlichen Mittel dafür, da gibt es nicht für. Aber der Waldbesitzer, der über Jahrzehnte sich nicht um seinen Wildbestand gekümmert hat, sich nicht um seine Naturverjüngung oder Verjüngung seiner Bestände gekümmert hat, der kriegt dann die 10.000 oder 15.000 Euro für den Zaun, das Pflügen, das Pflanzen, das Nachbessern, die Kulturpflege und so weiter und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, wir diskutieren auf Ebene der Forstpolitikreferenten und der Forstchefs über diese Problematik schon lange. Erstaunlicherweise, oder mir ist es nicht bekannt, haben die Verbände
bisher so eine klare Forderung noch nicht aufgemacht. Also weder die AGDW noch die anderen waldbesitzenden Verbände oder Forstunternehmerverbände. Die ANW sagt gerade, wir haben es schon getan, das stimmt, ja, ist richtig. Aber ich rede jetzt mal von den großen Verbänden, die auch in Form von Mitgliederstark, die ja auch ein Gehör finden bei der Bundespolitik und auf der EU-Politikebene. Herr Weber ist nicht mehr da, doch da hinten. Thomas, ich spreche dich mal direkt an, weil wir brauchen da eine intensive Unterstützung, wenn wir in die Richtung wollen, dass dann da auch tatsächlich die Politik darauf reagiert und diese Möglichkeiten politisch gewährt werden. Vorschlag gerne mit aufnehmen und das in der AGDW auch vortragen. Ich halte das auch für sinnvoll, dass man Ergebnisse auch fördert und die Betriebe, die sich eben durch eigenes Handanlegen da hervorgetan haben, damit auch unterstützen. Weil ich habe ja nicht umsonst diese Folie gezeigt. Wir werden nicht in der Lage sein, den Waldumbau mit 10.000 Euro je Hektar zu finanzieren. Also wir brauchen die Naturverjüngung auch als Instrument, um den Waldumbau gelingen zu lassen. Und diese Ergebnisse, die sollten wirklich honoriert werden. Und das ist auch ein Stück in die Richtung Honorierung von Ökosystemleistungen. Ja, das nehme ich gerne mit. Darum machen wir das ja unter diesem Tagesordnungspunkt dieses Workshops. Also vielen Dank dafür. Vielleicht alle anderen Verbände auch. Dietrich, bitte werdet da nicht müde, tatsächlich diese Forderungen aufzumachen. Jetzt meine Frage zur CO2-Speicherung. Jan, der Landesforstbetrieb Hubertus Kraut war ja auch in der Gruppe. Jetzt sagt die Bundespolitik, ja, für private und vielleicht auch für kommunale Forstbetriebe können wir uns sowas vorstellen. Mit der Ausgestaltung und mit den Hinweisen, die auch heute Morgen vom Minister dazu gekommen sind. Wie sieht das denn mit der öffentlichen Verwaltung aus? Wie war denn da? Also war da der Wunsch, das muss dann, egal ob Wald Wald ist und egal wem er gehört, also da ist dann ja die Problematik immer, fördert der Bund und das Land sich selber und sowas. Habt ihr das diskutiert? Nein, das haben wir so nicht diskutiert. Vielleicht kann Herr Kraut das noch präzisieren. Wir sind da wahrscheinlich eher davon ausgegangen, dass ein öffentlicher Betrieb ohnehin staatlich finanziert wird und dass das vielleicht über den Weg nicht notwendig ist. Also war jetzt konkret nicht Inhalt des Workshops, aber wenn es erlaubt ist, und Herr Kraut hat sich ja gemeldet, selbstverständlich, wäre es sicher am besten, dass er es erläutert. Also zwei Dinge dazu. Das eine ist tatsächlich, glaube ich, nicht, dass sämtliche Förderinstrumente wegen Landes- oder Staatswäldern geändert werden. Das Land ist wohl eher von der Höhe von Zuschüssen oder Zuweisungen abhängig und sozusagen in der Haushaltsgesetzgebung. Und wenn der Gesetzgeber der Meinung ist, es gibt eine Situation aus einer politischen Diskussion heraus, dass da zusätzliche öffentliche Gelder zur Verfügung gestellt werden sollen, dann ist das, glaube ich, eher der Weg, der realistisch im Moment erscheint. Auch vor dem Hintergrund, dass eben 100.000 Waldbesitzer und 700.000 Hektar so ungefähr nicht Landeswald sind, ja, und da natürlich auch das Geld richtig angelegt ist. Zur Diskussion CO2-Speicherung und Honorierung, das ist für mich auch wirklich inhaltlich schwierige, weil zum einen hängt es davon ab, wie groß kann denn ein Betrieb sein, dass man das überhaupt bilanzieren kann. Ein 10-Hektar-Betrieb, der ein Schadereignis hat oder der aus reiner Wirtschaftstätigkeit einfach mal die Vorräte um 3/10 im Rahmen der Pflege absenkt, hat den Vorrat gesenkt. Und damit sein Speichervolumen. Muss der denn also in der Jährlichkeit oder in welchen Zeithorizonten passiert das? Man kann sich vieles vorstellen, aber ich glaube, das ist längst noch überhaupt nicht zu Ende diskutiert. Und dann gibt es eben verschiedene Ökosystemdienstleistungen, die sich teilweise aufheben. Auch das macht es nicht so ganz leicht, das Thema zu Ende diskutieren oder jetzt einen konkreten Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Da ist, glaube ich, noch mehr erforderlich, als wir das in so einer Runde jetzt zu Ende diskutiert hätten. Ja. Weil die Anforderungen sind eben sehr vielgestaltig und Naturschutzleistungen können sich durchaus divergierend von maximaler CO2-Speicherung sein. Von daher ist das etwas komplexer, als dass man es so linear betrachten kann, aus meiner Sicht. Wir waren da auch, Entschuldigung, etwas grundsätzlicher unterwegs. Eine Wortmeldung und danach Herr Schmitz-Hirsch.
Ja, ich wollte einfach nur in die Diskussion noch mal. Kurz für die Online zu Herr Hasselbach auch noch mal kurz Name. Also, und Hasselbach, Waldbesitzerverband Brandenburg. Danke. Ich wollte kurz auf die Frage von Herrn Professor Bolte eingehen, zu dem Thema Speichern und dann vielleicht an der Stelle etwas präzisieren. Es geht eigentlich ja nicht unbedingt nur um das Thema Speichern, sondern letzten Endes geht es um das Thema Binden. Das wurde ja auch in einem der Fachvorträge vorhin kurz klargestellt. Und dann ist es so, in dem Fall, wo quasi das Holz aus dem Wald verschwindet, also der Vorrat, wenn man so will, abgesenkt wird, dann ist das ja in dem günstigsten Fall eine Holznutzung. Das heißt, jemand hat aus den Bäumen stabförmige Holzprodukte gemacht, die er an dem Weg gelagert hat, die dann abgefahren werden und vielleicht sich irgendwann in einem Dachstuhl wiederfinden oder in einem schönen Dielenboden. Das heißt, das CO2 bleibt ja erstmal gebunden. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo der Wald dann abfackelt. Über diese Fälle muss man reden. Und ich glaube, man kann den meisten Waldbesitzern auch unterstellen, dass sie das nicht absichtlich machen. Insofern sind das wahrscheinlich eher Fälle, die durch Naturereignisse oder Katastrophenereignisse oder so etwas zur Diskussion stehen. Die normale Holznutzung führt ja, abgesehen jetzt von der Verbrennung des Holzes, also direkte Brennholznutzung, in der Regel erstmal zur Bindung von CO2. Und das ist ja auch der Grund, das wurde ja vorhin auch kurz dargestellt, dass zwar diese 8 Tonnen CO2 quasi in der Diskussion sind, aber die Honorierung sich ja nur auf den Teil bezieht, der gerade eben nicht direkt verbrannt wird. Deswegen auch nur diese 4,5, da kann man jetzt streiten, ob das 4,5 oder 4,7 oder wie auch immer sind. Aber es geht weniger um das Thema Speichern, sondern es geht vor allem um das Thema Binden, weil dem CO2 ist es letzten Endes ja erstmal egal, ob es im Baum gebunden ist oder in dem Dachstuhl oder im Fußboden. Ja, vielen Dank, Herr Schmitz-Hersch. Sie hatten sich noch gemeldet. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch mal zunächst auch die Länder als Fördermittelempfänger. Wir hatten den Vertreter der Berliner Forstwirtschaft bei uns im Workshop. Der hat erklärt, Berlin lehnt diese Frage ab. Also die Länder sollten, die Landesforstverwaltung sollten nicht Fördermittelempfänger sein. Aber vielleicht jetzt noch mal ganz grundsätzlich zu der Frage, Herr Dr. Lessner hat gefragt, wie stehen die Verbände dazu? Wir jetzt als Umweltverband, wir sind gebrannte Kinder von der Flächenprämie von der ersten Säule im landwirtschaftlichen Bereich. Und ich frage mich jetzt alle schöne Begründungen hin. Am Ende kommt dabei die Flächenprämie raus. Flächenprämie für den Wald. Und wir wollen, dass diese Flächenprämie im Landwirtschaftsbereich abgeschafft wird. Vielleicht nicht sofort, dann braucht man Übergangszeit. Passiert natürlich nicht. Dafür ist einfach das Beharrungsvermögen dieser Lobby viel, viel zu stark und ist diese Lobby viel zu mächtig. Das hat auch die wissenschaftlichen Beiräte beim Bundeslandwirtschaftsministerium, beim Umweltministerium, alle sagen, muss abgeschafft werden. Und jetzt sehe ich die große Gefahr. Jetzt eröffnen wir den Pfad, um für den Wald die Sonne, was ähnliches wie Flächenprämie, wird lange diskutiert, am Ende kommt dann doch so eine Art Flächenprämie raus, ohne, jedenfalls im Landwirtschaftsbereich, ohne jede Steuerungswirkung, ist eine Einkommensbeihilfe. So wird etwa 40% im Durchschnitt des Einkommens der Landwirte stammt aus der ersten Säule. Zweite Säule, ja, dass konkrete Leistungen finanziert werden. Unbedingt würden wir auch direkt befördern. Und das ist natürlich auch der Nebeneffekt. Es werden die honoriert, möglicherweise, die es früher versäumt haben im Unterschied zu anderen. Das ist leider so, die Förderpolitik. Man kann es im sozialen Bereich, könnte man das fortsetzen, auch diejenigen, die es eben bedürfen, die bekommen dann auch, und zwar in hohem Umfang, staatliche Zuwendungen oder versuchen dann Hilfestellungen auch. Und also das ist leider die Konsequenz auch, wenn man einen Systemwechsel herbeiführen will. Aber ich will es nochmal betonen, von unserer Seite aus keine neue Flächenprämie für den Wald. Gut, vielen Dank. Nächste Wortmeldung war Herr Gregor Bayer vom Forum Natur. Ja, es ist ja nicht unbedingt gewöhnlich, dass ich mit Friedhelm Schmitz-Hersch einer Meinung bin, aber ich will es nur mal ganz deutlich klarstellen, denn wenn ich es richtig verstanden habe, war das absoluter Konsens. Jan, korrigiere mich,
Wir waren uns völlig einig, dass uns das genau nicht passieren kann. Die Schlüsselsätze waren, wir bleiben in einer ordnungspolitisch akzeptablen und wettbewerbsrechtlich legalen Rahmen. Und dann kommt das entscheidende Lied, lieber Friedhelm Schmitz-Herrsch, und da lade ich gern auch die Umweltverbände ausdrücklich zu ein. Die Gesellschaft wandelt ihre Ansprüche in bestellbare Produkte um und schafft einen Anspruch auf Vergütung. Nur den Weg müssen wir dann endlich mal gehen. Wir haben nämlich festgestellt in der Gruppe, wir reden seit 40 Jahren drüber. Also diese Produkte schaffen, den Weg brauchen wir dann schon. Eine Landwirtschaftspolitik 3.0 nach dem, was wir letzte Woche in Brüssel erlebt haben, wollen wir im Wald aus verschiedenen Gründen definitiv nicht haben. Sage ich sehr deutlich, nur damit das auch klar wird in der Runde hier. Danke sehr. Nächste Wortmeldung war Uwe Engelmann, Bund Deutscher Forstleute. Gut, danke, da brauche ich mich gar nicht mehr vorstellen. Gregor hat es mir wie auch vorhin schon das ein Stück vorweggenommen. Da ist jetzt tatsächlich die Chance für die Forstwirtschaft, die im Rücken an der Wand steht, etwas zu erreichen, auch finanziell. Ich denke an die vielen Waldbesitzer, die tatsächlich nicht wissen, wo sie alle ihre Kosten noch decken sollen. Da sollte man über das Wie streiten und nicht über das Ob. Das wäre meine große Bitte, auch aus dieser Konferenz heraus ein Signal zu senden, dass tatsächlich für den Wald und für diese vielen Ökosystemleistungen etwas zu erreichen. Und das kann man mit den Waldbesitzern, so habe ich Herrn Professor Ibisch verstanden, und dann sollten wir uns da auf den Weg machen. Und ich wollte es nochmal aus der Arbeitsgruppe heraus nochmal etwas deutlicher formulieren. Wir haben auch ganz klar gesagt, wir brauchen mehr Forstleute. Es wundert jetzt niemanden, dass ich das als BDF-Vertreter sage. Aber wir brauchen eben auch wirklich die vernünftige Basis, die vernünftige Grundausbildung und dann aufsetzend wirklich spezifisch auf den Klimawandel und auf die neuen Herausforderungen entwickelte Ausbildungssysteme. Und am Ende brauchen wir in den Betrieben, egal ob groß, Landesforstbetrieb oder klein, oder beim Unternehmer, den Forstwirt und den studierten Forstmann, der das alles managt. Das ist mir nochmal ganz wichtig, dass das als Signal vielleicht aus dieser Runde in die Welt geht. Danke. Ja, vielen Dank. Ich habe in der Zwischenzeit 3 Online-Meldungen zu dieser Thematik. Ich lese die jetzt mal vor. Die erste Person schreibt, wir sollten als Land auch Empfänger dieses Geldes sein können und nicht nur vom Landesparlament abhängig sein. Eine zweite Online-Meldung, Haushaltspolitik ist sehr föderal und von Fraktionen abhängig. Okay, nehme ich so als Statement hin. Und jetzt das dritte, Flächenprämie will ja keiner. Es soll das im Zuwachs gebundene CO2 bezahlt werden. Aber dann kommt natürlich genau die Frage, die wir eben hier schon kurz hatten. Was passiert denn dann mit dem Forstbetrieb, der keine Zuwachsprämie hat, weil er eben kalamitätsbedingt, waldbrandbedingt oder nutzungsbedingt ganz einfach dort aus der Speicherung dann rausgeht. Okay, weitere Wortmeldungen. Das ist nicht der Fall, dann würde ich doch, Ihren Namen habe ich jetzt leider nicht parat, bitte stellen Sie sich vor. Zocher Kathleen vom Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung. Aus wissenschaftlicher Sicht wäre für mich jetzt die Frage, ob es da schon Bestrebungen gerade der großen Forschungseinrichtungen gibt. Wir haben ja gehört, es sollen Produkte sozusagen benannt werden, die dann auch einer Förderung oder eines Geldmittels würdig sind. Da wäre natürlich die Voraussetzung dafür, dass man erstmal solche, also in der Biochemie, wo ich herkomme, würde man sagen, Parameter oder Kriterien aufstellt, die dazu dienen, dann Biosystemleistungen überhaupt zu konkret zu machen. Also an welchen Markern oder Parametern misst man eine Ökosystemleistung und in welcher Form wird das dann vergütet? Inwiefern da Bestrebungen sind oder das gewünscht ist, dass über Forschungsprojekte zum Beispiel solche Parameter aufgestellt sind, das wäre dann meine Frage. Ja, vielen Dank für die Frage. Also wenn ich mich an mein Forststudium zurückerinnere, ich gucke jetzt mal den sehr verehrten Herrn Professor Möhring an, die Umweltökonomie in Göttingen, die hat sich da schon vor über 20, 25 Jahren, 30 Jahre, ja, so lange ist das Studium schon her, sehr viele Ideen gemacht. Ich werfe Ihnen jetzt den Ball mal zu, Herr Möhring. Ob Sie auf das Thema, auf die Frage vielleicht mal kurz eine Position sagen können. Ja, ich kann im Grunde das eine natürlich sagen, rückblickend, dass man sich sehr lange damit befasst. B, mit Blick auf eine aktuelle Literatur vielleicht nur
Der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik hat gerade auch ein Papier rausgegeben zum effizienten Waldnaturschutz. Und da steht im zweiten Kapitel explizit eben auch die Frage Honorierung dieser Leistung und eben auch eine dezidierte Aussage, klares Plädoyer für eben nicht nur eine Maßnahmen, sondern eine ergebnisorientierte Leistungsentgelt. Aber Ihre Frage, die Sie im Raum gestellt haben, wie denn genau machen, und das ist wahrscheinlich das eigentliche Problem. Ja. An der Stelle sind wir auch als Wissenschaftlicher Beirat relativ vage geblieben, weil es eben tatsächlich, nein, wir sind eben einfach noch nicht so weit. Sozusagen die Notwendigkeit, nicht, ist ja unbestritten, nicht? Und es gibt ja sehr unterschiedliche Hoffnungen und Erwartungen und auch ob der Vogelindikator oder nicht, was auch immer, oder dann doch die möglicherweise nicht, Horst- und Höhlenbäume ein geeigneter Indikator, weil sie eine naturschutzfachliche Leistung sind. Also es gibt auch einige konkrete Ansatzpunkte, aber sagen wir, für ein in sich geschlossenes System gibt es leider eben, kann ich Ihnen sozusagen noch keine Empfehlung geben. Wichtig ist aber, denke ich, auch in dieser Richtung eben zu denken und weg von eben der Überlegung, dass wir den Input nicht bezahlen, sondern entscheidend ist ja sozusagen eine entsprechende nicht, Leistung in Fokus zu nehmen. Ja, vielen Dank dafür. Die Agrarministerkonferenz hat sich ja so ähnlich nebulös in ihrem Beschluss gefasst, indem sie gesagt hat, man soll bis zur Frühjahrs-AMK in einem Arbeitskreis, den weiteren Spruch kennt jeder von Ihnen hier, dazu konkrete Aussagen machen. Dietrich, das war, glaube ich, eine Wortmeldung. Dietrich Mehl, ANW. Wir sind vielleicht kein ganz so wichtiger Verband, aber wir haben uns tatsächlich auch zu diesem Punkt schon Gedanken gemacht. Und die ANW hat, die Bundes-ANW genauer gesagt, hat ein Projekt aufgelegt, wo sie genau diese Dinge untersucht, ein Beispiel betrieben. Ich kann das und will das jetzt nicht weiter ausführen, aber wir sind da diesbezüglich schon tatsächlich etwas konkreter unterwegs, um tatsächlich andere Produkte im Wald sozusagen zu definieren, die dann in Anführungsstrichen auch wie Produkte gehandelt werden können. Danke. Ja, vielen Dank nochmal für diesen Hinweis. Gut, online ist nichts mehr reingekommen. Hier sehe ich jetzt auch nichts mehr. Dann, Jan, bist du erstmal entlassen zu dem Thema. Und der nächste auf meiner Runde ist der Workshop 2, die Etablierung klimastabiler Wälder auf Schad-Kahlflächen, also Schadflächen und Schad-Kahlflächen. Und der Moderator war Dr. Luthardt. Michael, bitte. Ja, danke schön. Wir waren eine kleine, aber feine Runde und auch unterschiedliche Vertreter, waren nur Männer auch dort mit anwesend. Und wir haben uns natürlich über diese Frage unterhalten, aber auch über andere, wie das natürlich immer so ist, dass man dann immer von einem noch zum anderen kommt. Ich habe versucht, das ein bisschen zu strukturieren und zu lenken. Ist nicht immer einfach, aber ich denke, wir haben es ganz gut hingekriegt. Und was jetzt der Umgang mit solchen Schadflächen angeht, wurde eindeutig, da gab es auch Konsens. Ich sage jetzt das immer, wo es Konsens gab erstmal. Der Konsens war, dass man mit diesen Schadflächen so umgeht, dass man natürlich nicht diese Flächen beräumt, also die Biomasse wegmacht und mit dann Befahrung den Boden verändert und praktisch alles abräumt, sondern dass man natürlich durchaus auf diesen Flächen die Biomasse belässt, soweit wie es geht, und eine natürliche Verjüngung dann einleitet. Das war auch der Konsens. Und dann haben wir aber auch weiter diskutiert und haben gesagt, dann ist es durchaus legitim, natürlich auch zu pflanzen. Also wir nicht nur zu warten, was uns der liebe Herrgott bringt, sondern auch die Pflanzung spielte da auch eine Rolle. Eine eindeutige Forderung, die aus dem Gremium kam, war, dass eine Richtlinie für den Umgang mit diesen Flächen gemacht wird, dass wir nicht erst warten. Wir haben ja Brandenburg etwa 500 Hektar, wie es ja auch heute schon mal gesagt worden ist, 500 Hektar von solchen Kahlflächen mehr oder weniger nach Schäden, sondern dass wir nicht warten, bis wir erst durch Verhältnisse wie in Thüringen oder in anderen Bundesländern haben, sondern dass wir jetzt schon praktisch uns dieser Frage widmen, wie gehen wir mit diesen Flächen um. Also da ist eine eindeutige Forderung gewesen nach einer Richtlinie, die letztendlich auch Einfluss auf die Förderung hat dann auch. Also das war diese Frage Förderung, wurde auch noch mal sehr breit diskutiert. Das war im Wesentlichen das, was schon vorher gesagt worden ist, dass es da ein Umdenken geben muss auch. Dann kamen auch aus dem Online-Bereich sehr viele Fragen zur Baumartenwahl. Also mit welchen Baumarten sollen wir auf solchen Flächen arbeiten?
Und wir haben das dann auch diskutiert. Wir haben ja auch den Vertreter der Deutschen Forstbaumschulen bei uns gehabt und haben da uns so weit geeinigt, dass wir gesagt haben, Vorrang haben natürlich erstmal die heimischen Baumarten. Also ehe wir jetzt mit fremdländischen Baumarten experimentieren und irgendetwas dahin bringen, wo wir nicht wissen, wie es sich verhält in unserem Ökosystem, ist erstmal Vorrang für die heimischen Baumarten. Also das war ein eindeutiges Statement, was da auch kam und wie gesagt, wurde mehrfach nachgefragt auch. Und dann haben wir uns aber auch bekannt, und das ist so Konsens wirklich auch gewesen, dass es eine Pflanzung von heimischen Baumarten dann auch richtig ist und wichtig ist. Und da wurde nochmal ein Plädoyer gehalten für die Forstbaumschulen und dem wurde auch nicht, da hat auch keiner dagegen geredet, dass wir unsere Forstbaumschulen auch brauchen hier in Deutschland. Die haben es ja auch nicht leicht in den letzten Jahren gehabt. Viele haben ja schon zugemacht, dass wir das brauchen, um praktisch da auch eine Vorsorge zu haben für solche großen Kahlflächen, die wir dann haben auch möglicherweise. Da kam auch noch mal der Hinweis, der mir jetzt auch noch mal gegeben worden ist, den ich aber auch schon im Gedächtnis hatte, ist natürlich die Frage des Saatgutes. Wir brauchen auch das Saatgut dazu, also Saatguternte, aber auch das Saatgut praktisch möglicherweise von den Herkünften aus hier anderen Ländern. Europäische Richtlinien wurde auch schon mal angesprochen, spielt auch da eine ganz wesentliche Rolle. Es wurde auch gesagt, dass wir nicht warten wollen, bis die Baumarten von den Herkünften selber zuwandern. Also das kann ich auch für uns sagen, bei uns im LFE wird ja auch daran gearbeitet, natürlich verschiedene Herkünfte aus anderen, also aus osteuropäischen Ländern von unseren Baumarten hier zu testen. Und da haben wir gesagt, da wollen wir nicht erst warten, bis es soweit ist, bis wir dann die klimatischen Verhältnisse dann wirklich haben, wie in der Steppe in Kasachstan oder irgendwann, sondern dass wir jetzt schon uns darum kümmern, auch entsprechende Herkünfte bei uns zu testen. Das war also auch noch mal eine ganz wichtige Aussage, denke ich. Dann hatten wir ja auch das große Glück, dass wir einen Vertreter der Holzindustrie hatten. Das war natürlich, Holzindustrie ist da etwas zu hoch gegriffen, sondern des Mittelstandes, des Handwerkes. Herr Blum war da mit dabei und hat auch ein flammendes Plädoyer für die märkische Kiefer gehalten. Also das muss ich auch sagen, es ist auch noch mal ganz wichtig, dass wir natürlich unsere Kiefer nicht vergessen dürfen, dass es ein gutes Holz ist, das praktisch auch gerade als Vollholz hat er ja praktisch, ist ja seine Produktion, die er jetzt herstellt, dass das auch ganz wichtig ist. Aber wir haben dann auch im Gremium darüber diskutiert, dass wir keine Angst haben brauchen, dass die Kiefer uns irgendwie ausgeht in den nächsten halben Jahrhundert. Wir werden es also auch noch gut mit der Kiefer hier zu tun haben. Und wir haben auch das Beispiel genannt der Hatzfeldschen Waldflächen in Massow, wo ja natürlich mit guten Qualitäten der Kiefer gearbeitet wird, also wo auch auf Qualität dann gearbeitet wird und wo wir auch einen sehr guten Zustand auch haben. Also das ist durchaus auch Konsens gewesen. Märkische Kiefer soll es auch weiterhin geben. Dann sind wir natürlich auch ein bisschen, dann gab es eine Kritik auch nochmal an dem Wald Umbaumaßnahmen, wie es in den letzten 30 Jahren war. Da wurde dann auch nochmal gesagt, da ist vieles nicht richtig gelaufen. Da wurde also viel Geld auch versenkt auf Flächen, die vielleicht gar nicht würdig waren, wo es gar nicht notwendig gewesen wäre, wo eben auch auf guten Standorten also eben 10.000 Eichen hingeknallt worden sind, sage ich mal so, dass es auch ein Umdenken da geben muss, also wie wir Wald Umbau in Zukunft definieren, wie wir das eigentlich handhaben wollen. Und da gab es aus dem Gremium heraus auch die gemeinsame Auffassung, dass es natürlich darum geht, nicht eine Baumart durch die andere zu tauschen, also oben Kiefer auflichten, drunter Eiche oder Buche pflanzen, sondern dass wir natürlich jetzt vermehrt mit Mischbaumarten auf der Fläche gehen müssen. Also dass wir mit 3, 4, 5 Baumarten, wenn immer der Standort das zulässt, es natürlich dort umgehen müssen. Und auch da wieder die Frage Anreicherung dann durch Pflanzung natürlich, ist ganz klar. Dann wurde auch nochmal eindeutig gesagt, wir müssen intensivieren, es muss schneller gehen.
dann kam natürlich auch da bei uns wieder die Frage des Schalenwildes dazu. Das war natürlich, da gab es eigentlich auch keine unterschiedlichen Meinungen dazu, dass wir nicht nur den Klimawandel haben, sondern wir haben eben noch einen zweiten wichtigen Störfaktor. Das ist eben wirklich das verbeißende Schalenwild und das muss irgendwie in den Griff bekommen werden. Da gab es eigentlich auch eine gute Auffassung dazu. Also ich sage mal so, dann ging es natürlich noch um Frage selbstregulierende Waldbestände, Vielfalt an Arten. Da wurde etwas konträr diskutiert. Also da wurde gesagt, nicht wir wollen nicht Vielfalt auf jeden Fall, wir wollen nicht Vielfalt um jeden Preis, sondern wir wollen die Vielfalt, die dem Ökosystem praktisch innewohnt. Das heißt dann eben zum Beispiel auch bei Buchenbeständen, dass es dann eben nicht so viele Arten gibt wie in Mischbeständen auch. Also dass wir nicht Vielfalt um jeden Preis haben wollen. Also das war auch nochmal, weil wir erst gesagt haben, ja, schön, wenn wir einen bunten, gemischten Wald haben, aber das soll kein botanischer Garten sein, war eindeutig auch nochmal. Ja, also das waren so die wesentlichsten Dinge, die wir diskutiert haben. Wie gesagt, ich kann also einschätzen, es war eine gute Gesprächskultur. Wir haben uns gut unterhalten und wir hatten wirklich auch sehr viel Zulauf aus dem Netz. Also da kamen sehr viele Fragen. Genau, den habe ich jetzt auch gerade. Sehr viel Zulauf aus dem Netz. Erste Frage. Zum Belassen von Schadholz, Doppelpunkt, Frischbefall also nicht mehr sanieren und warten, bis der Kiefer weitermacht, Fragezeichen, trockene Fichten stehen lassen, kein Problem. Also die konkrete Frage, ihr hattet ja auch darüber, hattest du ja gesagt, Flächen nicht beräumen, wurde da etwas oder habt ihr etwas zum Thema Frischholz oder Frischbefall mit Schadinsekten diskutiert? Nee, das haben wir nicht diskutiert in dem Falle. Wir haben das natürlich, also wir sind ja davon ausgegangen, dass die Bäume praktisch tot sind im Grunde genommen. Also das war unser Ausgangspunkt. Also die andere Frage wäre natürlich, wenn ein Frischbefall da ist, dann wäre ja wieder diese Frage zu diskutieren, eben Maßnahmen einzuleiten, Pflanzenschutzmitteleinsatz und so weiter. Darüber haben wir eigentlich gar nicht gesprochen in unserer Gruppe, über diesen Fragen. Also es ging wirklich um die Beräumung von toten Bio, von der. Gut, ich mache gleich weiter, weil da Andreas Bolte zuckte kurz eben. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, Michael, du sagtest ja im Grunde dieses Primat heimisch. Ich halte heimisch als Begriff mittlerweile für ziemlich erodiert, weil wir haben ja tatsächlich, gucken wir uns die Fichte an, die Fichte im Grunde eigentlich als standortsheimische Bauern verabschiedet sich weitgehend. Wir haben in Bayern, gibt es auch botanische Untersuchungen, starke Ausbreitung zum Beispiel auch der Esskastanie, auch spontan. Das heißt sozusagen, das ist ja Wandelbegriffen. Also inwiefern im Grunde eigentlich dieser Begriff heimisch oder gar dann wirklich dann auch standortsheimisch tatsächlich eigentlich eine Gewähr liefert, dass man tatsächlich das, die besten Optionen hat. Der eine Punkt, der zweite Punkt, wenn ich mir jetzt vorstelle und auch an Windwürfe denke, wie soll man das technisch machen in so einem Windwurfbestand, wo die Bäume liegen wie Mikado möglicherweise, dort zumindest ohne Teilberäumung zu pflanzen? Wie soll das gehen? Und insgesamt denke ich, ja, ich denke mal in vielen Fällen würde ich sagen, sind das gute Ansätze, aber mir ist das schon noch zu sehr auch schematisch gedacht. Ich denke, da muss man wirklich auf den Fall genau gucken, was ist da machbar. Das ist mir zu sehr sozusagen in die Richtung erstmal primär standortsheimisch nicht anrühren. Das kann für bestimmte Fälle gut sein, aber für andere Fälle auch wieder nicht gut sein. Denn wenn man zum Beispiel tatsächlich keine Kiefer-Naturführungen haben will, im großen Stile, weil sie möglicherweise nicht vielversprechend ist, da muss man irgendwie ja doch eingreifen können. Ne? Ja, zu der ersten Frage, also heimische, standortheimische Baumarten. Also das haben wir so aufgefasst im Grunde natürlich, dass wir Naturverjüngungen zulassen. Und das sind auch eben auch Baumarten, wo wir vielleicht auch heute schon sehen, die vielleicht kritisch sind im Klimawandel. Die werden wir natürlich nicht raushacken, denke ich mal. Das war auch so die Meinung, die ich so rausgehört habe. Aber wenn wir pflanzen zum Beispiel, müssen wir uns natürlich schon überlegen, mit welchen Baumarten wir dann weitermachen. Also das ist eindeutig so. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass die Rotbuche in den südlichen Bereichen Brandenburgs keine Zukunft mehr hat, dann werden wir sie trotzdem dort nicht raushacken. Das, denke ich mal, würde niemand machen. Also es geht ja prinzipiell darum, und das war wirklich Konsens, dass wir Risiko streuen, praktisch mit den Baumarten erstmal arbeiten, die kommen, und dann noch im Grunde genommen
wo wir sicher sind der Meinung, dass die auch klimaangepasste Baumarten sind, dann die noch dazu pflanzen. So denke ich, ist das auch aufzufassen. Und zu der zweiten Frage würde ich Pierre bitten, dass du vielleicht was dazu sagst. Dann zu der, also jetzt zu der Beräumung von Flächen. Bitte. Es ist, glaube ich, die Sorge, die ist ja auch verständlich, dass man für etliche Jahre nicht auf die Flächen kann, wenn man tatsächlich eine Kalamität hat und die Bäume stehen lässt. Genau genommen sprechen wir wahrscheinlich vom Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, vor allem wenn es sich um die Kiefernbestände handelt, die zusammenbrechen oder die verbrannt sind. Und ich glaube, das ist ein Zeitraum, gefühlt sehr lang im Leben eines Menschen, aber nicht sehr lang in der Waldentwicklung, auch in der Zukunft nicht. Das ist eine Zeit, die man sich nehmen kann und muss, und auch in der Zeit wird sehr viel passieren. Und wenn man dann nach 10 Jahren sieht, es wächst nicht genau alles das da, was man auch noch haben will, dann hat man immer noch die Option zu handeln. Aber grundsätzlich, denke ich, überwiegen die Vorteile so stark, die das Totholz bietet. Einfach im Sinne von der Pflege, des Mikroklimas, des Bodens und der Strukturvielfalt, die sich einfach ergibt, vor allem wenn man es ja fallen lässt, wie es fällt. Es wurde ja auch in der Gruppe diskutiert, da gibt es ja Befunde inzwischen, dass auch der Schalenwilddruck ja reduziert wird dadurch, beziehungsweise die Chancen sich verbessern, für junge Bäume aufzuwachsen. Also viele, viele Vorteile, und ich denke, da sollte man es einfach ja auf Flächen, wo es technisch möglich ist, zulassen. Es ist klar, dass es Verkehrssicherungspflichten gibt und so weiter, aber ich glaube, wir sollten das erwägen, dass man auch gewisse Teile von Wald eben dann auch ja sperren muss im Zweifel, wo dann nicht die Leute rein können. Und ich glaube, wir sehen kurzfristig, oder sehen ja jetzt schon auf Kyrillflächen im Bayerischen Wald und so weiter und so fort, wie groß die Vorteile gewesen sind, wenn man es einfach mal zugelassen hat. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt mehrere Wortmeldungen, aber auch noch ein Statement hier, was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Da geht es bei der Baumartenwahl darum, wichtiger sollten doch die standörtlichen und deren Veränderungen, Voraussetzungen und deren Veränderungen sein. Die Industrie wird im Zweifel notgedrungen dem Holzangebot folgen müssen und innovative Produkte entwickeln müssen. Also das als Statement für zukünftige Baumartenwahl. Jetzt war der erste, den ich erblickt habe, Herr Luttmann, Volker Luttmann, Wildlinge GmbH. Ah, okay. Ja. Also privater Waldbesitzer, Forstbetrieb Staffelde. Genau, vielen Dank. Weil das Thema Saatgut eben nochmal gekommen ist und heute Morgen wurde da auch schon was dazu gesagt, da wollte ich ein bisschen was klarstellen. Die Saatgutbestände, die im Land Brandenburg anerkannt werden, die werden sowohl auf ihre Qualität als auch auf ihre Vitalität geprüft. Wenn ich also Eichenbestände habe mit Schleimfluss, dann werden die nicht anerkannt. Und es wird auch in regelmäßigen zeitlichen Abständen werden diese Saatgutbestände überprüft und kontrolliert. Also dazu sagen, das wird nur darauf geachtet, dass dort ein gerader Stamm entsteht, das ist falsch. Es geht also ein ganz wichtiges Kriterium bei der Anerkennung aller Saatgutbestände ist die Vitalität. Ein zweiter Punkt, den ich da kurz ergänzen möchte, bei den Pflanzen, da sehe ich ein Problem. Wenn wir von den Baumschulen diese Sortimentierung machen, die wir seit Alters her kennen, 2-jährige Eiche, 30-50, 50-80. Durch dieses Auseinanderziehen der Bäume, da schaffen wir eine genetische Verarmung. Ja? Also ich plädiere dafür, ganze Beete zu nehmen, wenn man 2-jährige oder 1-jährige Bäume bekommt, um die genetische Vielfalt in diesen Sortimenten zu erhalten und die nicht zu verarmen. So, ja, vielen Dank. Der nächste war Professor Michael Müller. Und dann müssen wir ein wenig auf die Zeit schauen. Dunkel ist es eh, wenn wir fertig sind. Ja, danke. Also ganz kurz, was mit den Bäumen belassen. So neu ist das ja nicht. Das haben wir zu DDR-Zeiten schon gemacht. Und auch auf Zoom 1992, Anfang der 2000er auch ein halbe. Also das ist nur so, was ich eben sagte. Man muss sich einfach davon verabschieden, dass man dann eben für 10 bis 20 Jahre nicht auf die Fläche kommt. Ich muss nur eins sagen. Also wenn man Zäune bauen will, dann unbedingt im Abstand von einer Baumlänge. Denn das kriegt man nicht wieder auseinandergezerrt, wenn man so etwas macht. Also ansonsten entscheidet es der Waldbesitzer einfach, was er da möchte. Ich sehe nur immer ein Problem darin, dass natürlich
natürlich die meisten Waldbesitzer versuchen, einen Rest ihres über Jahrzehnte angebauten Vermögens zu retten und deshalb nicht einverstanden sind, alles stehen zu lassen. Aber man muss sich darüber unterhalten, wie viel man von den Resten denn entnimmt und dann natürlich auch nur das Verwertbare, denn das ist ja nur vernünftig. Aber die Frage blieb doch offen, was die Rindenbrüter oder Borkenkäfer und kambiophage Insekten betrifft. Bei Kiefer, das ist eben baumartspezifisch. Bei Kiefer ist eigentlich kein großes Problem, wenn die Bäume tatsächlich tot sind. Die Borkenkäfer von Kiefer können normalerweise lebende Kiefer nicht besiedeln. Wir haben gelernt in den letzten Jahren, dass das anders ist, aber diese Kiefern waren schon stehend K.O. Also wenn ein Waldgärtner eine stehende Kiefer besiedelt, dann ist die schon tot, auch wenn sie noch anders aussieht. Das Einzige sind die Prachtkäfer, das ist etwas anders, aber das kann man meiner Ansicht nach auch beherrschen, natürlich nicht in solchen Wärmeperioden, wie wir sie jetzt hätten. Ansonsten ist das bei Kiefer kein Problem, das ist bei Fichte und bei Lärche völlig anders. Also sehr baumartenspezifisch, sich gut beraten lassen, was man mit welcher Baumart machen kann. Es ist nicht bei jeder gleich und es ist auch nicht über einen Kamm zu scheren. Gut, danke. Ich lasse jetzt noch zwei Wortmeldungen zu. Erst Herr Mehl und dann Herr Brücher. Ich wollte noch mal anknüpfen an das, was Pierre Ibisch gesagt hat und auch vielleicht ein bisschen in dem Zusammenhang von Herrn Bolte bezüglich Begehbarkeit. Und das größte Problem, was ich jedenfalls aus meinem Umfeld mit Kalamitätsflächen oder Störungsflächen habe, ist, dass wir die Geduld nicht aufbringen, diese Flächen sich auch entwickeln zu lassen. Wir wollen immer relativ schnell irgendwas hinstellen. Und das ist, glaube ich, riskant. Das gilt sowohl beim Ausprobieren von Baumarten von neuen, als auch zu schnell mit Aktionismus irgendwas künstlich auf die Fläche bringen. Ich glaube, da müssen wir wieder lernen, mehr Geduld zu haben und auch zu akzeptieren, dass die Natur einen anderen Plan hat und uns eher damit auseinandersetzen, was können wir zukünftig damit anfangen. Das heißt ja nicht, dass wir mit allem zufrieden sind, was sich dort entwickelt, aber oftmals erleben wir ja aktuell, es ist scheinbar viel Geld in der Welt und das soll auch irgendwie auf die Fläche gebracht werden und dann wird geräumt, freigemacht und hingepflanzt. Und das müssen wir, glaube ich, anders denken. Herr Brücher als Letzter. Ja, wir hatten in unserer Arbeitsgruppe auch über die Wirtschaftlichkeit des Beräumens gesprochen. Und da wurde gesagt, naja, es gibt ja sogar jetzt Prämien, damit ich beräumen kann, damit da plus minus null rauskommt. Wenn ich dann aber sehe, plus minus null, der Steuerzahler zahlt, der Forstbetrieb zahlt je nachdem noch drauf und man hat dann im Endeffekt von diesen Flächen, von den sandigen Bögen in Brandenburg noch das letzte organische Material runtergeholt, bis zur letzten Nadel in den Schredder geschickt, statt diese Bäume dazu nutzen, Nährstoffe zu haben, Feuchtigkeitsbindungen zu haben. Und wenn ich dann plus minus null verkaufe, mache ich den gesamten Markt für mich und für meine Kollegen den Holzmarkt kaputt, wie es ja im Moment passiert, dass ich also noch einen negativen Teil habe. Auf diesem Bereich dazu habe, da macht eine Beräumung wirklich keinen Sinn und da sollte auch kein öffentliches Geld mehr in die Beräumung beziehungsweise in die Folgen dann in den Zaunbau, in die Pflanzung, in das Pflügen hineingetan werden. Ja, vielen Dank für dieses Statement nochmal. Ich war gerade anwesend, als wir das diskutiert haben und es ist ja so, wenn wir jetzt das bei den Brandflächen sehen, da gab es 1 Euro pro Schüttraummeter noch und dann gab es noch entsprechende Kalamitätsabräumprämien dazu für den Waldbesitzer. Und das ist natürlich eine Stimulanz, um dann tatsächlich möglicherweise alles abzuräumen. Das kann man aber gestalten. Also im Moment, das habe ich heute, kann ich schon mal zusagen, heute hier auf jeden Fall mitgenommen, wir haben keine Handlungsempfehlungen zum, also Herr Ibisch, Sie haben es ja in Ihrem ersten Vortrag schon erwähnt, keine Handlungsempfehlungen zum Umgang mit solchen Flächen. Und ich glaube, auch die Mitarbeiter des LFB sind da alle sehr, sehr unterschiedlich oder wie sie es mal gelernt haben oder mit eigenen Erfahrungen ausgestattet waren, daran gegangen in die Beratung. Da brauchen wir auf jeden Fall was. Gut, ich möchte diesen Workshop jetzt damit schließen und komme zum Workshop 3, Waldschutzstrategien im Klimawandelraum. Und bitte Herrn Prof. Dr. Schröder um eine Zusammenfassung. Ja, sehr gern. Ich denke, ich bin auch zu hören. Es war kurz noch angedeutet, ob die Stichpunkte auf den Screen kommen können, aber ich habe es mir auch notiert, das wäre jetzt nicht das Problem. Dann würde ich vielleicht als Vormerkung vorausschicken wollen,
Wunderbar. Ja. Perfekt. Trotzdem als Vorbemerkung noch, es wird mir jetzt auch klar, wenn die anderen Workshops berichten, natürlich war das jetzt kein Workshop, der thematisch rein nur um Waldschutz ging. Viele von den Themen, die schon angesprochen wurden, waren auch bei uns Thema, wurden auch diskutiert, weil eben wie alles im Ökosystem auch miteinander verbunden ist, auch im System der Bewirtschaftung. Die drei Vorträge, die wir, drei Referate, die wir gehört haben im Workshop, wurden aus der Perspektive des Privatwaldbesitzes gehalten. Eine Forstbetriebsgemeinschaft war vertreten. Aus der Perspektive des Verbands Naturschutzes, Herr Schmitz-Serge hat referiert. Und aus der Perspektive eines Landeswaldbesitzes, in dem Fall Berliner Forsten, Herr Riestenpatt. Eine sehr breite Sicht auf das Problem, die auch viele andere Bereiche noch gestreift hat. Ich habe mal versucht, die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und vielleicht auch Einzelpunkte zusammenzufassen, um jetzt über das hinauszugehen, was schon gesagt wurde. Hier kommen als erstes die Differenzen. Im Grunde gab es eine größere Differenz, die je nach Hintergrund natürlich auch zu verstehen ist. Zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wurde mehrfach angesprochen, heute im Laufe des Vormittags auch schon, je nach Sicht auf die Dinge als letztes Mittel, um zum einen Wald zu erhalten, zum anderen die positiven Wirkungen des Waldes zu erhalten. Aus der Sicht der Forstbetriebsgemeinschaft kam der wichtige Hinweis, dass erhaltener Wald auch immer ein Ansatzpunkt für eine leichtere Umwandlung, eine leichtere Bereicherung in andere Waldsysteme sein kann und man Waldvernichtung eigentlich nirgendwo tatenlos zusehen sollte. Andererseits aus Sicht des Naturschutzbunds Deutschland in Brandenburg ein Mittel, das sich aus Erfahrungen der Vergangenheit eigentlich verbietet. Pflanzenschutzmittel haben aus Sicht des Vertreters ihre Wirkung eigentlich nirgendwo überzeugend dargelegt und würden aus Sicht des NABU eben der Vergangenheit angehören. Das war die größere Differenz im Workshop. Ich habe einen zweiten Anstrich und bitte auch die Vertreter, die dabei waren, vielleicht das noch zu ergänzen, falls ich es übersehen habe. Als Einzelpunkte, bevor ich zu den Gemeinsamkeiten komme, wurde aufgeführt die wichtige Rolle der, also nochmal betont aus Sicht des NABU zum Beispiel, die wichtige Rolle von Laubholz im Vergleich zum Nadelholz in den Mischungen oder auch in Reinbeständen für die Grundwasserneubildung in vielen Regionen. Brandenburg ja ganz kritischer Punkt. Da wurde auch über die wissenschaftlichen Grundlagen nochmal diskutiert, wo unstrittig ist, dass jeder Laubbaum mehr in bestehenden Wäldern was für die Grundwasserneubildung tut und damit auch was für eine wichtige Waldfunktion. Die Wildnisgebiete wurden sowohl von den Berliner Forsten als auch aus Sicht des NABU als ein sehr wichtiges und zunehmend wichtiges Mittel angesehen, um Erkenntnisse über Wald im Klimawandel zu erlangen, über die Waldentwicklung im Klimawandel, die sich hauptsächlich nur unter Wirkung der natürlichen Faktoren vollzieht. Je länger wir diese Flächen haben, desto wertvoller werden sie. Das wurde auch aus Sicht der Forstbetriebsgemeinschaft nicht angestritten, wurde ja trotzdem nochmal speziell von diesen Seiten hervorgehoben. Und was wir nicht klären konnten, ganz verständlicherweise, wie mit Flächen umgegangen wird, die im Grenzbereich der Wald, der natürlichen Waldverjüngung liegen, in dem Sinne, dass wir gerade in Südbrandenburg, Südwestbrandenburg Gebiete haben, die von der Wasserversorgung und auch von der Nährstoffversorgung so unterdurchschnittlich sind, dass wir dort bei Waldverlust die Gefahr haben, dass Vergrasung eintritt, geschlossene Kalamakrostis-Bestände entstehen, die auch über lange Sicht kaum aufzubrechen sind. Da gab es einen Dissens, auch aus Richtung Naturschutz, dass man diese Flächen auch akzeptieren sollte, punktuell oder auch auf größeren Flächen. Denn über kurz oder lang, vor allen Dingen über lang, würde sich auch dort wieder Wald einstellen. Und eben auch hier das Plädoyer für mehr Geduld, für größere Flexibilität. Daraus leitete sich dann wieder die Gemeinsamkeit ab, dass wir oft gesetzliche Grundlagen nicht auf der Höhe der Zeit haben, dass also das Wiederbewaldungsgebot im Grunde in seiner jetzigen Fassung zu kurzfristig, zu generell gefasst ist und dass wir vielleicht da auch über eine Änderung, eine zeitliche Entzerrung, über auch eine Einzelfallorientierung stärker nachdenken sollten. Könnte ich die erste Folie noch bekommen oder das erste Bild mit den Gemeinsamkeiten, sonst kann ich damit auch schon beginnen. Genau. Gemeinsam, das wurde ja auch schon mehrfach angesprochen, war, dass die komplizierten Bedingungen, die immer komplizierter werden, Ausgangsbedingungen, wir nur angehen können, wenn wir stärkere Ressourcen, mehr Personal in diese Aufgaben stecken, auf der Grundlage einer verbesserten Honorierung zum Beispiel von Ökosystemdienstleistungen oder Ökosystemleistungen. Da ein großer Konsens, keinerlei Gegenrede, sondern wirklich die Forderung, auch das in handhabbare Regeln zu bekommen.
und damit diese notwendige Verstärkung nicht nur personell, sondern auch von den Forschungsressourcen, die dem Ganzen vorausgehen müssen, dass man das über diesen Weg auch finanzieren könnte. Gemeinsam war auch allen Referenten, dass die pauschale Flächenprämie abgelehnt wurde. Da muss ich jetzt nichts mehr zu sagen, das wurde ja schon mehrfach betont, sondern dass es an Ergebnisse oder an die lokalen Bedingungen, regionalen Bedingungen angepasst werden sollte. Der Waldumbau wurde als ganz wichtiges Instrument gefordert, gefördert, intensiver, noch zeitiger eventuell auch einzusteigen, noch flexibler auf die Bedingungen reagieren zu können, auch von der Förderung her, dass also Altersgrenzen nicht unbedingt zeitgemäß oder nicht unbedingt hilfreich sind. Wenn man sagt, ab einem bestimmten Alter kann Waldumbau gefördert werden im Schirmbestand, sondern auch schon jünger eingestiegen werden kann. Großes Konsensthema waren die waldangepassten Wildbestände, die anzustreben sind. Auch hier trage ich Eulen nach Athen, glaube ich. Und gemeinsam, was mich auch gefreut oder überrascht hat, dass die Kiefer weiterhin als heimische Baumart keinesfalls zu verteufeln ist. Wie viel der prägnante Begriff der Hate Speech, dem man manchmal entgegenkommt, wenn man über Kiefer redet, dass da über nicht angepasste Begrifflichkeiten auch einer gewissen Verniedlichung von Schädlingen das Wort geredet wird. Das war ein sehr pointierter Standpunkt, den ich aber auch gerne mit transportieren wollte. Gemeinsam also die Kiefer weiterhin Standort angepasst, natürlich da, wo sie die einzige oder eine der wichtigsten Optionen für Klimawandelanpassung darstellt, sollte man sie weiterhin im Portfolio behalten, weiterhin als Baumart fördern und auch in den Waldbausystemen weiterführen. Damit bin ich bei den Punkten, die ich mir notiert habe, bei dem, was ich darstellen wollte aus unserem Workshop. Gucken wir mal in die Runde. Gibt es dazu aus den direkt Beteiligten, von den direkt Beteiligten noch Ergänzungen oder Kommentare dazu? Ansonsten würde ich wieder in die große Runde übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Professor Schröder, für diese Zusammenfassung. Michael Müller, du warst der Erste und Schnellste. Ja, danke schön. Also als Erstes, was Pflanzenschutzmittel betrifft, gibt es wohl kaum jemanden, der mehr Erfahrung hat als ich in Brandenburg. Aber das ist lange Vergangenheit. Aber diese Geschichte, genauso wie die Frage, wir lassen es laufen, auch wenn es Kalamagos ist und so. Ich habe immer das Gefühl, dass wir ganz schnell unsere Ziele immer fallen lassen. Wurde mal darüber gesprochen, was Waldbesitzer für Ziele auf solchen Flächen haben. Denn zu sagen einfach, wir machen nichts mehr, es steckt immer so ein bisschen dahinter, die Natur regelt es am besten. Dem muss man entgegenhalten, die Natur regelt gar nichts. Da passiert, was passiert, aus Konkurrenz oder eben aus Kommunikation von Organismen. Und in seltenen Fällen ist das unmittelbar im Interesse von uns, es sei denn, wir sagen, uns ist egal, uns gefällt so, wie es kommt. Dann ist die Welt in Ordnung. Dann gibt es auch keine Schädlinge, aber es gibt auch keine Nützlinge mehr in dem Moment. Wir haben ja auch gerade jetzt in Südbrandenburg gesehen, dass die Nebenwirkungen des Nicht-Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln verheerender sein können für die Ökosystementwicklung, als wenn man es getan hätte. Ja, also wenn wir uns Menschen als Zielgeber zurückziehen, dann haben wir kein Problem mehr. Ich kann über solche Dinge mal ganz schlecht diskutieren, wenn wir nicht festlegen vorher, was wir wollen auf der Fläche. Und dann können wir nur sagen, wie kommen wir dahin? Da gibt es verschiedene Wege, das ist ja völlig klar. Das zu dem einen und zu dem anderen habt ihr mal über blattfressende Insekten gesprochen. Ich meine, Kiefer ist ein alter Hut, da wissen wir gut Bescheid, das kennen wir seit Jahrzehnten. Die Insekten sind alle bekannt, kommen ein paar neue dazu, ja. Aber wir sehen doch jetzt schon einen massiven Zugang von blattfressenden Insekten an Laubbäumen. Und das wird noch mehr werden. Die Eiche hat viel mehr potenzielle Schadinsekten als Kiefer und Fichte zusammen. Darüber sollten wir uns jetzt Gedanken machen. Ja, was Prozessionsspinner betrifft und Goldafter an den Autobahnen und dergleichen, Frühlingseulen und was alles jetzt auftritt, die früher mal Nebenwirtsressourcen waren und jetzt also Schädlinge geworden sind, das kommt massiv auf uns zu. Wir schaffen die Lebensräume, das hat mit Klimawandel gar nichts zu tun. Ne? Und diese Organismen machen nichts anderes, als ihr genetisches Programm zu verfolgen, ihren Lebensraum so gut wie möglich zu nutzen und sich so gut wie möglich zu vermehren. Nur wir Menschen vermehren uns nicht, wenn es uns besser geht. Alle anderen machen das. Ja? Das sollten wir mal bald auf dem Blatt haben, denn da werden wir uns noch viel heißer reden, als wenn es mal in Kiefernbeständen um solche Dinge geht. Ne? Denn das kommt ganz massiv. Die Waldumbauten haben nicht nur die positiven Wirkungen, die wir gerade schon beginnen zu spüren aus den 90er Jahren, sondern sie haben auch die anderen Lebensraumwirkungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und die vielleicht unsere Ziele alle wieder zunichte machen. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt eine ganze Menge Online-Statements, überwiegend gar keine Fragen. Die möchte ich aber trotzdem Ihnen nicht vorenthalten, bevor dann die nächste Wortmeldung kommt. Einmal eine Klarstellung
zu Ihnen, Herr Brücher, und sicherlich dann auch zu mir. Hier schreibt jemand, der sagt, Beräumung erfolgt nicht zu plus minus null. Erlöse sind 4 bis 5 Euro pro Festmeter plus 5 Euro Förderung. Das macht dann eben auch schon 10 Euro, die der Waldbesitzer dann an Einnahmen hat. Die Ursache für den Mangel an Verjüngung über alle Standorte hinweg wurde besprochen. Der Hinweis auf Wilddichten war eindeutig und einvernehmlich. Also auch ein Statement zu dem Thema. Und jetzt, Wildnisgebiete sollte das Land machen, aber nicht im Privatwald gefordert werden. Das hilft dem Privatwald auch bei einer FSC-Zertifizierung, die mit Ökosystemdienstleistungen kommt. Kiefer unter Kiefer ist natürlich keine Lösung. Auch hier ist die Mischung rein. Ja, okay. Gut. Und jetzt noch was zu den Berliner Forsten. Berliner Forsten haben 15 Millionen Euro Verlust, das sind 500 Euro je Hektar. Die sind kein Vorbild für Waldbewirtschaftung. Gut. Herr Schmitz-Hersch, Sie hatten sich gemeldet. Der Kollege von der Berliner Forsten war ja in unserem Workshop vertreten. Der hat natürlich nochmal die ganzen Gemeinwohlleistungen, die Sie als Stadtförster erbringen, natürlich herausgestellt, als Verkehrssicherungspflichten und so weiter an den vielen Wegen und Straßen. Das darf nicht vergessen werden. Aber mit Verlaub, jetzt muss ich doch was sagen zu den zur Schadinsektenbekämpfung. Also es soll ja mit einem Totalinsektizid in die Wälder hineingegangen werden. Und ich habe jetzt drei Beispiele. Ich habe mir eine ganze Reihe von Flächen angesehen. Ich erinnere mich gut an die Flächen in der Nähe von Borgwalde, vor 2 Jahren war es. Da wurde dann gesagt, die Kiefern sind bis zum 20-fachen mit Schadinsekten. Hinterher stellt sich heraus, Nadelverlust, Antwort auf eine kleine Anfrage, 20 bis 30%. Kiefern, 2000 Hektar konnten wir noch verhindern, dass die begiftet wurden. Die anderen 4000, das Urteil, der Beschluss des UVG, das kam dann nicht rechtzeitig. Die stehen heute, ohne dass man einen Unterschied erkennt. Gleiches in Liberose. Da ist kann man links des Weges begiftet, rechts des Weges NSG nicht begiftet. Auch da kein Unterschied zu sehen. Also es sind, ein großer Waldbesitzer, auch mit einem Holzwerk im Hintergrund, der sich sogar gerichtlich dagegen gewehrt hat, dass, weil er FSC zertifiziert ist, dass seine Wälder beflogen worden sind. Auch da eine ganz normale Situation und er ist stolz darauf, dass er das erreicht hat. Und natürlich, es gibt gewisse Ausfälle, ja, die aber die Calamagrossis ist nicht erkennbar und man muss immer sehen auch, wieso kommt es zu diesem Befall. Auch wenig gepflegte Bestände mit einer schwachen Krone, die sind natürlich sehr viel mehr gefährdet als Bestände in einem guten Zustand. Also, aber unterm Strich, wir können die Notwendigkeit nicht erkennen, kleinere Bestände, wir waren ja jetzt gerade hier, Frau, die Staatssekretärin hat uns ja alle eingeladen, Waldbesitzer, Naturschutzverbände, wir waren ja gemeinsam unten. Das waren Flächen, wir haben ja 3 Flächen gesehen, die waren alle schon abgeräumt. Kleine Flächen, 1 bis 2 Hektar, man konnte es gar nicht mehr richtig beurteilen, war das nötig, hätte man nicht viel mehr Geduld haben müssen, anstatt die Fläche nach 1 bis 2 Jahren abzuräumen und zu warten, wie entwickeln sich die Bestände. Also ich kann bisher kein überzeugendes Argument erkennen, dass wir mit einem Totalinsektizid unsere Wälder befliegen, mit allen natürlich schädlichen Wirkungen auf das Ökosystem Wald. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir da zu einer einvernehmlichen Lösung heute kommen. Wichtig sind die Positionen. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung zu diesem Themenkomplex. Herr Preuß, bitte. Hinter Ihnen, andere Seite. Ja, also natürlich, wir werden zum Thema Pflanzenschutzmittel keine Einigung hier herbeiführen werden. Und das war auch nicht zu erwarten. Da haben Sie vollkommen recht, Herr Lessner. Nur bei dem Thema Pflanzenschutzmittel ist es ja so,
einig müsste man sich ja eigentlich darin sein, dass es wirklich das allerletzte Mittel ist. Und wenn das das allerletzte Mittel ist und wir alles andere vorher tun sollen, also Waldumbau, Mischwälder herstellen, die natürlichen Gegenspieler fördern, wenn wir alle das fördern wollen, dann ist es aus meiner Sicht eben nicht richtig, den Pflanzenschutzmitteleinsatz auch noch zu fördern. Das ist das falsche Mittel, weil wir damit ja denjenigen Fördermittel geben, die alle diese Mittel, alle diese vorhergehenden, vorbeugenden Maßnahmen in nicht ausreichendem Maße möglicherweise getan hat. Und deswegen müsste also der Pflanzenschutzmitteleinsatz nicht noch gefördert werden. Gut, ich, Michael, so leid es mir tut, aber gut, dann darfst du jetzt noch, aber kurz, bitte. Also Pflanzenschutzmittel, Wäldern spielen keine Rolle. 0,14% der Waldfläche werden jedes Jahr mit Insektizid behandelt. Ne? Das ist umwelttechnisch nichts. Im Einzelfall verstehe ich ja Betroffenheit. Ich hätte Ihnen jetzt auch sagen können, 2003 Schorfheide, letztes vor 3 Jahren Südbrandenburg. Das ist genau umgekehrt ausgegangen. Das Problem ist ja immer, dass Prognosen in die Zukunft reichen. Zu dem Zeitpunkt, wo analysiert wurde, waren die Zahlen zu meiner Überzeugung richtig. Ich habe das nicht selber gemacht, aber ich habe es früher mal gemacht. Aber wir wissen nicht, wie die Wetterentwicklung weitergeht. Es gibt Zusammenbrüche, solche Dinge gehören zur Natur. Massenvermehrung gehören auch zur natürlichen Entwicklung. Und sie werden uns nicht verlassen. Auch mit Waldumbau wird es nicht von selber alles funktionieren. Das ist eine irrsinnige Vorstellung. Das ist nicht so. Das liegt in den Organismen, die ihren Lebensraum ausnutzen. Und wenn der ausnutzbar ist, dann werden sie es tun. Wir müssen nur damit umgehen. Gut. Danke, jetzt von mir nochmal zugelassen, dieses Statement. Unabhängig von der Prozentzahl ist es natürlich für das Ökosystem, wo ein solches Mittel eingesetzt wird, immer in irgendeiner Form dramatisch. Egal ob auf 1% oder auf 0,1%. Das ist nun mal so. Gut, lassen Sie uns weitermachen. Wir kommen zum Workshop Nummer 4, Waldumbau vom Kiefern zum klimaresilienten Wald. Und ich bitte Herrn Professor Spathölf, wir haben ja schon viele Punkte davon sicherlich diskutiert. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Lessner. Ja, wir haben einige Dinge schon angesprochen und vielleicht kann ich es etwas kürzer gestalten angesichts der Zeit. Wir hatten leider nur 2 Impulsreferate. Ein Referat ist ausgefallen, also das Referat aus der Wissenschaft von Herrn Hüttel war kurzfristig abgesagt. Wir hatten dann aber 2 sehr gute Impulsreferate zum Thema. Auf der einen Seite aus der Sicht eines Forstbetriebes, Staffelde wurde schon erwähnt, mit Vorstellung der Zielstellung des Forstbetriebes, dann aber auch wegen der Umsetzung von Waldumbau, wie er erfolgreich gestaltet werden kann. Und dabei waren natürlich Jagdfragen, Fragen der effizienten Jagdstrategie eine wichtige Frage. Es wurden aber auch Förderungsgesichtspunkte angesprochen, und verschiedene Punkte, was die Zielstellung anbelangt, nochmal hervorgehoben, die heute auch schon angeklungen sind. Also die Frage der Risikostreuung oder Risikooptimierung wurde angesprochen. Wie vielfältig sollte ein Wald sein im Waldumbau als Zielstellung, damit er klimaresistent, klimaresilient wird oder als solcher bezeichnet werden kann. Im zweiten Impulsreferat von Herrn Wellershoff, das erste war von Herrn Luttmann, der ja auch schon sich gemeldet hatte, von Herrn Wellershoff war im Prinzip nochmal dargestellt die Bedingungsgründe oder Bestimmungsgründe für Wildschäden, die er dargelegt hatte und dann nochmal verschiedene Ansatzpunkte in der Jagdstrategie, was also einen erfolgreichen Waldumbau ausmacht in Bezug auf Punkte innerhalb der Jagdausübung, der Jagdstrategie, also Lebensraumansprüche oder lokal angepasste Jagdstrategien, aber auch so weichere Faktoren wie vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Akteuren und andere Dinge, die zu einer effektiven und effizienten Jagdausübung führen. Das wurde sozusagen vorangestellt und dann haben wir natürlich versucht, das Ganze auch in den Zusammenhang unseres Themas zu stellen nochmal. Das Thema war ja Waldumbau von Kiefern zum klimaresilienten Wald
Und eine wichtige Frage, die wir diskutiert haben und wo es nicht unbedingt einen Konsens gab, ist, was ist eigentlich ein klimaresilienter Wald? Also es wurde erwähnt, zum einen ein Wald, der überlebt, war in die Diskussion eingebracht worden. Letztendlich, der also allein durch seine Tatsache, dass er Wald ist, bestimmte Funktionen dann auch innehat. Aber auf der anderen Seite wurde auch als klimaresilienter Wald bezeichnet. Ein vielfältiger Wald, ein strukturreicher Wald, Punkte, die wir ja heute auch schon mehrfach gehört haben. Es wurde aber auch andiskutiert, dass es nicht nur um diesen klimaresilienten Wald als Zielstellung geht, sondern auch, was die Gesellschaft vom Wald verlangt oder die Anforderungen der Gesellschaft, der Interessensgruppen an den Wald und ob eigentlich auch hier eine Veränderung vielleicht angezeigt wäre. Also vielleicht verlangen wir zu viel vom Wald und wir müssen sehen, was Wald noch imstande ist zu leisten. Also auch diese Frage wurde andiskutiert, das kann man ja im Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitsdiskussionen, mit der Suffizienzstrategie zum Beispiel umschreiben. Das war also der eine Punkt, was ist ein klimaresilienter Wald? Und die Frage, die sich dann natürlich gestellt hat, oder die vielen verschiedenen Fragen, welche Instrumente und welche Mittel haben wir, um zu einem klimaresilienten Wald zu kommen? Und da wurden jetzt unterschiedlichste Punkte erwähnt, sowohl in den Impulsvorträgen als auch in der Diskussion. Es wurde sehr stark abgehoben auf diese Rahmenbedingungen, also die effektive und effiziente Jagd als unabdingbare Voraussetzung für diesen Waldumbau oder für einen naturgemäßen Wald, kann man auch sagen, der zu stabilen Beständen führt, die vielfältig sind und auch strukturreich sind. Es wurden Punkte erwähnt, wie, wo es nicht unbedingt Konsens gab, auch zum einen Umtriebs- oder Produktionszeitreduktion, um Risiken zu vermindern. Auch das finden wir in der Literatur häufig, wenn also Wälder nicht so hoch werden, zum Beispiel nicht zu alt, dann ist das Risiko auch etwas reduzierter. Auf der anderen Seite wurde eingebracht in die Diskussion, dass natürlich gerade ältere, reifere Waldstadien sehr vielfältig sind und erst die Requisiten auch liefern, um Artenvielfalt zu erhöhen oder überhaupt erst zu ermöglichen. Also da, denke ich, gibt es unterschiedliche Sichtweisen, was die Strategien in der Umgestaltung unserer Wälder anbelangt, hin zum klimaresistenten und resilienten Wald. Es wurden generell in unserer sehr vielfältigen und sehr kontroversen auch Diskussionen unterschiedlichste Punkte auch aufgeworfen. Zum einen kam der Punkt, dass unser System, was wir sozusagen verfolgen mit der Waldbewirtschaftung, muss ein offenes System sein, muss auch immer wieder in Frage gestellt werden, so war der Wortlaut. Also da ist ein Anklang an die Frage des adaptiven Managements, dass wir aus Fehlern auch lernen, dass wir uns selber in periodischen Abständen immer mal wieder in Frage stellen und schauen, was ist der Output unserer Waldbewirtschaftung, wie kann man das mit einbeziehen wieder in die mögliche Veränderung von Strategien oder Ansatzpunkten. Generell war die Vielfalt in der Zielsetzung und auch die Vielfalt in den Instrumenten auch als ein Punkt genannt worden, der wichtig ist. Ich meine, das spiegelt sich auch wieder in unserer Eigentumsstruktur und den vielfältigen Zielstellungen der unterschiedlichen Waldbesitzer, Privatwaldbesitzer, Groß, Klein etc., kommunale Waldbesitzer. Ich denke, da ist schon von den Zielsystemen her generell eine gewisse Vielfalt drin angelegt. Dann hatten wir als weitere Punkte, die auch angesprochen worden in unserer Gruppe, wiederum die Förderpolitik, also der Ruf nach vereinfachter, effektiverer Förderung, sodass hier Waldbesitzer auch Anreize bekommen,
ein entsprechendes Vorgehen auf den Weg zu bringen, das zu klimaresilienten und resistenten Wäldern führt. Ich schaue mal auf den Stichwortzettel. Das waren die Punkte. Wenn ich versuchen möchte, hier nochmals die Konsenspunkte herauszuarbeiten, dann denke ich, war es nicht ganz so einfach, hier Kernpunkte zu identifizieren, die wir alle gemeinsam so sahen. Aber ich glaube, ein klimaresilienter Wald, wenn wir da den strukturreichen, vielfältigen Wald sehen, der viele Optionen auch in der Bewirtschaftung in Zukunft ermöglicht, dann war das so ein gewisser Konsenspunkt, der sich herausgestellt hat. Bei der Instrumentendiskussion waren wir natürlich, haben wir das ganze Spektrum sozusagen der Möglichkeiten in den einzelnen Wortmeldungen auch angesprochen. Ein größerer Punkt war naturgemäß durch unsere Impulsvorträge die Frage der Jagd sozusagen als verbindende Klammer, effektiv und effiziente Jagd als Voraussetzung, um diese Aufgabe, Mammutaufgabe, Waldumbau zu schaffen. Ich denke, da sind andere berufener, da jetzt ins Detail zu gehen, falls es nochmal erforderlich ist. Da war auch letztendlich, was die Maßnahmen anbelangt, auch ein gewisser Konsens zu beobachten. Wobei die Art und Weise, wie es diskutiert wurde, war sehr lebhaft. Also insofern kann ich sagen, dass wir wenig zu den eigentlichen Waldumbaustrategien oder einzelnen Ansatzpunkten waldbaulicher Art gekommen sind. Auch da gibt es ja verschiedene Dinge, die man diskutieren könnte. Naturverjüngung, Voranbau, mit Überschirmung und Direktüberführung in den Nachfolgewald. Da sind wir nicht so sehr zu konsensorientierten oder überhaupt zu Lösungsansätzen gekommen, sondern wir haben so den ganzen bunten Blumenstrauß letztendlich angesprochen, der im Kontext mit dieser Waldumbaufrage und Jagd besprochen wurde, haben wir diskutiert. Das waren meine Punkte auf die Schnelle, Herr Lessner, und ich bin gespannt, was noch kommt als Online oder als Frage aus dem Saal. Ich habe gleich mal die erste Frage. Ja. Vielen Dank, Herr Professor Spartelf, für die Zusammenfassung. Ich war ja auch kurzzeitig drin in dem Workshop. Als jemand, der ja von der Politik die Aufgabe gestellt bekommen hat, das Jagdgesetz in einen Referentenentwurf zu fassen, was waren denn die konkreten Vorschläge zur Lösung des Problems mit dem Wild? Da würde ich gern vielleicht auf die Impuls. Also gab es außer einem deutliches, wie es heute Morgen ja auch schon von den Wissenschaftlern angesprochen wurde, deutliches und drastisches Reduzieren der Schalenwildbestände noch andere Ideen? Herr Wellershoff schüttelt den Kopf. Ja. Ja. Bei der Jagd, da müssen Wollen und Können zusammenkommen. Und wenn eins fehlt, dann funktioniert es nicht. Ganz einfach. Herr Wellershoff, bitte. Ich das ergänzen darf, ich habe ja dargestellt in meinem Impulsvortrag, dass das Brandenburger Jagdgesetz eigentlich alle Möglichkeiten gibt und da kann ich nur den Herrn Luttmann unterstützen. Man muss dann eben wollen und können und ich habe ganz klar formuliert, die Waldbesitzer, die heute intensiv jagen wollen, sind nicht gebremst. Also von daher haben wir das tatsächlich im Workshop gar nicht weiter diskutiert. Sie gestatten mir nochmal eine Nachfrage dazu, weil das Thema brennt mir wirklich schon seit langem, das wissen die meisten hier im Raum ja unter den Nägeln. Als Waldbesitzer, der das Jagdausübungsrecht hat, gebe ich beiden recht, sowohl Herrn Luttmann wie auch Herrn Dr. Wellershoff. Aber als enteigneter Waldbesitzer, der Mitglied in einer Zwangsgenossenschaft ist, sehe ich da keine Möglichkeiten. Also wurde das Thema auch diskutiert? Nein, wurde es leider nicht. Herr Hart, bitte.
Ich war nicht in diesem Workshop, also ich würde gerne nur einfach eine Bemerkung machen aus der Sicht des Deutschen Forstwirtschaftsrates, denn der hat sich in seinen Gremien in der Vergangenheit und auch aktuell mit diesen Fragen auseinandergesetzt und jeder, der sich da schlau machen möchte, kann das auf der Homepage alles nachlesen. Es gibt ein Positionspapier des DFWR zur Schalenwildbewirtschaftung mit einer Reihe von ganz konkreten Vorschlägen, die man berücksichtigen könnte, berücksichtigen sollte bei der Novellierung des Bundesjagdgesetzes. Das datiert vom 15.01. diesen Jahres, ist also ganz aktuell. Und zu dem schwierigen Thema zugegebenermaßen, Mitgliedschaft in Jagdgenossenschaften, hat sich der DFWR auch Gedanken gemacht und er kommt ganz grob gesprochen zu der Einschätzung, dass natürlich ein Mitglied in einer Jagdgenossenschaft eher mittelbare Einflussmöglichkeiten hat, aber diese mittelbare Einflussnahme sich insbesondere dann konkretisieren lässt, wenn es um den Abschluss von neuen Jagdpachtverträgen geht. Und auch dazu gibt es eine Reihe von Bausteinen, die dort zusammengestellt sind. Und jeder, der sich damit auseinandersetzen möchte, der kann das gerne dort nachlesen. Man muss allerdings diese angebotenen Möglichkeiten dann auch tatsächlich nutzen. Ob die Gedankengänge, die jetzt dieses Positionspapier des DFR anbelangt, ob und inwieweit die den Niederschlag finden bei der Novellierung des Bundesjagdgesetzes, da müssen wir einfach abwarten. Danke. Ja, vielen Dank für diese Position. Jetzt kommen spontane zwei Wortmeldungen. Dietrich Mehl war der Erste und dann und der Dritte und dann schließen wir auch diesen Workshop. Dietrich. Also wir hatten in unserem Workshop so ein bisschen die Schwierigkeit, da keine reine Jagddiskussion draus zu machen, was leicht möglich gewesen wäre. Insofern sind wir nicht in diese Details gekommen, die natürlich wünschenswert sind und auch noch weiter diskutiert werden müssen. Was mir nochmal wichtig ist und glaube ich, eine große Rolle spielt insgesamt auch für die Tagung vielleicht. Wir haben ganz oft heute ja schon gehört, wir müssen den Wald anpassen an Klimawandel und so weiter. Was wir nicht gehört haben, bislang ich jedenfalls nicht, vielleicht habe ich auch nicht gut genug aufgepasst, dass wir uns selber anpassen müssen. Wir selber müssen unsere Ansprüche an Wald, glaube ich, ganz doll hinterfragen. Ist das Waldökosystem vor dem Hintergrund Klimawandel so leistungsfähig, dass wir sozusagen unsere Ansprüche an Wald auf gleich oder gar höherem Niveau aufrechterhalten können? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist mehr Demut angesagt, mehr Zurückhaltung und dass wir diesen Systemen auch Zeit geben, sich an diese Dinge tatsächlich anzupassen. Gut, jetzt war da hinten eine Wortmeldung und dann Wolf Henning von der Wense noch. Patzki von der Arbeitsgemeinschaft Forstliche Standorts- und Vegetationskunde. Ich hatte darauf hingewiesen, dass wir erstmal, um wirklich flächenkonkret Maßnahmen und Strategien entwickeln zu können, auch eine flächendeckende Standortskartierung mal in Brandenburg zu Ende bringen müssen. Da fehlen noch ein paar hunderttausend Hektar. Es ist sehr viel geleistet, aber es fehlt eben auch noch viel und das steckt völlig fest im Moment. Man muss natürlich diese Kartierungsergebnisse auch dynamisieren können. Das ist in dem Verfahren der Fall, weil da eine Bodenkartierung praktisch den Kern der Kartierung ausbildet und das ist dann halt leicht übersetzbar und anpassbar an alle möglichen sich wandelnden Strategien. Also ich hatte jetzt insgesamt hier von der ganzen Tagung den Eindruck, dass es eben doch sehr unscharf bleibt und sagen wir mal fürs Land dann wenig konkrete Hinweise kommen, was wirklich jetzt geändert werden muss. Also klar bei der Jagd. Aber diesen Hinweis bitte ich doch noch mitzunehmen, hatte ich auch diskutiert. Ja. Wolf Henning von der Wense. Ich denke für die HNEE. Genauso ist es seit vielen Jahren. Es ist ja, denke ich mal, unter den großen staatlichen Landesforstverwaltungen und staatlichen Waldbesitzern wie auch großen Privatwaldbesitzern eigentlich waldbaulicher Konsens, dass wir naturnah oder naturgemäß, ja, ich sag mal, auch im Sinne der
ein wie Wirtschaft mit einem breiten Strauß an Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen. Und ich habe immer gelernt, dass es einmal darum geht, die Schalenwildbejagung so im Griff zu haben, das haben wir ja nun lang und breit schon eben diskutiert, dass uns da von unten nicht alles aufgefressen wird und andererseits, dass wir auch oben Licht schaffen, um eben strukturreiche Wälder zu ermöglichen. Das steht ja ein bisschen im diametralen Gegensatz zu dem, was Pierre Ibisch geäußert hat, der gesagt hat, wir müssen aus klimatischen Gründen das Kronendach oben dicht halten. Ich bin da eher der Auffassung, dass wir da einen Kompromiss eben auch nicht gleich auf ganzer Fläche, aber einen Kompromiss wählen müssen, um eben zu diesem Strukturreichtum zu kommen und damit eben die vielfältigen Leistungen des Waldes dann auch auszunutzen. Ich möchte noch etwas anderes ansprechen. Es klang ja vorhin von Michael Müller an, dass wir zwar auf der einen Seite Geduld haben müssen im Sinne der ANW, aber wenn wir zu lange Geduld haben, dann ist das auch eine Frage des Geldbeutels des Waldbesitzers. Und Bernhard Möhring wird mir recht geben, dass wir da eben auch entsprechende Vergleichsrechnungen eigentlich ökonomischer Art für das Unterlassen von Maßnahmen im Gegensatz zu aktivem Handeln vornehmen müssen, um dann zu entsprechenden Erkenntnissen zu kommen. Das ist nochmal ein Plädoyer, da auch die Betriebswirtschaft entsprechend mit einzubinden. Vielen Dank. Das war, glaube ich, nochmal sehr deutlich und sehr wichtig. Ich habe vorhin noch eine weitere Frage zugelassen und lasse diese jetzt auch zu. Herr Wellershoff, bitte sehr. Vielen Dank. Das ist eigentlich keine Frage. Ich würde ganz gerne nochmal, weil wir ja heute hier sind, um der Politik Empfehlungen zu geben, das, was ich im Workshop gesagt habe, auch als Appell an den Minister oder an Sie wiederholen, dass wir im Grunde genommen zwischen den Beteiligten im Wald, um den Waldumbau zu fördern, dringend den gemeinsamen Waldbegang brauchen, also Eigentümer, Waldbesitzer und Jäger. Und das löst vielleicht auch zum Teil die Probleme, die wir in den Jagdgenossenschaften mit kleinen Waldbesitzern haben, also aufzuzeigen, was wird gemacht, was sind die Ziele und wie kann der Jäger unterstützen. Das wäre so eine erste Maßnahme aus Sicht der Jagd, wie man gemeinsames Verständnis bilden kann und wie man gemeinsames Bewusstsein für die Probleme, die wir ja heute hier vielfältig diskutiert haben, wecken kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, das war auch nochmal ein Hinweis, den wir auch nur unterstützen können. Gut, dann kommen wir jetzt in Anbetracht der Zeit zum fünften und letzten Workshop. Herr Dr. Knorre, Waldbrandvorsorge und Bekämpfung im Klimawandel. Bitte sehr, Ihre Zusammenfassung. Ja, vielen Dank, Herr Lessner. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst muss ich sagen, ich bewundere Ihr Durchhaltevermögen und die Diskussionsfreudigkeit nach so einem langen Tag. Respekt. Ähnliches kann ich sagen für die Gespräche, die wir in dem Workshop geführt haben, Waldbrandvorsorge und Bekämpfung. Wobei ich sagen muss, es war weithin ein konsensgeprägtes Gespräch mit einer guten Gesprächskultur, harmonisch. Man merkt, dass nicht nur schwarz und weiß, sondern dass hier Akteure am Werk sind, die die verschiedenen Perspektiven auch zum Teil selber einnehmen, wie der Herr Dr. Meissner, Naturschutz, Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, Betroffener, Waldbesitzer und Naturschutzvertreter. Das geht unter einen Hut, das fand ich bemerkenswert. Es wurde etwas lebhafter, als der Herr Lessner den Raum betreten hat. Da ging es um konkrete Dinge, Förderrichtlinien und natürlich bei der Ausgestaltung im Kleinteiligen der Maßnahmen und der Förderwürdigkeit, dann gibt es schon Dissens, wenn es ums Geld geht. Und da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Falls ich es vergessen sollte, erinnern Sie mich bitte dran. Ganz kurz, zunächst ganz kurz zur Ausgangslage. Wurde nochmal einvernehmlich festgestellt, EU-weit ist Brandenburg eine Waldrisiko, auch eine Waldklimarisikoregion, eine Waldbrandrisikoregion. 50% aller Waldbrände in Deutschland im Schnitt betreffen die Kiefernwälder in Brandenburg. Brandenburg ist auch Klimarisikoregion, haben wir heute Morgen ausgiebig diskutiert, wobei ich mir eine Bemerkung hier an der Stelle nochmal nicht verkneifen kann. Auch die Klimaszenarien sind, haben wir festgestellt, was den Wasser, den limitierenden Faktor ist und der auch für die Waldbrandgeschehen natürlich so relevant ist, unsicher in der Zukunft. Zum Beispiel konnten wir mit diesem Klimaszenario für die Lausitz, das Extremjahr 2018 und auch 2019, überhaupt nicht abbilden mit in 18 mit 356 mm Niederschlag, DWD Cottbus, Semiarid. Das sind natürlich extreme Situationen, muss man sagen. Und die Waldbrandgefahr ist abhängig davon, keine Frage. Die Frage ist allerdings, bedeutet Klimawandel zwangsläufig eine Erhöhung der Waldbrandgefährdung? Ist Klimawandel ein Treiber?
Damals darüber verständigt, werde ich gleich beantworten. Brandenburg ist Kiefernland, keine Frage. 70% haben wir heute Morgen gehört, 70% sogar in der Lausitz. Trotz aller Anstrengungen zum ökologischen Waldumbau. Aber in den alpenrheinischen Landschaften bleibt die Kiefer die Hauptwirtschaftsbaumart in diesem Jahrhundert. Trotz aller Waldverluste im Moment. Bundesstrukturierte Kiefernwälder, harzreich, das brennt wie Zunder, keine Frage. Brandenburg ist vor allen Dingen aber auch kampfmittelbelastet. Das erschwert die Waldbrandbekämpfung ganz erheblich. Alle Großbrände, und das sind die Hotspots im Waldbrandgeschehen, entwickeln sich auf solchen Flächen, die schwer zugänglich sind, wo wir einen Abstand von 300 bis 1000 Meter zur Feuerfront am Boden haben müssen, um effektiv bekämpfen zu können. Das ist natürlich kritisch. Ebenso auch, das wurde nicht so intensiv diskutiert, aber das kann ich für uns sagen, in der Lausitz, Bergbaufolgelandschaften ist ein Thema, das wird uns zunehmend umtreiben. Derzeit sind über 20.000 Hektar vorwiegend mit Kiefern bestockter Kippenwälder auf den großen Förderkippenbereichen der 70er und 80er Jahre nicht zugänglich, wegen Setzungsfliesen, wegen Grundbruch und dergleichen. Da wird Wasser sogar zum Problem für die Waldbrandbekämpfung, weil die Flächen eben instabil sind. Also das wird ein Thema sein, das wird uns in den nächsten Jahren umtreiben, weil diese Kiefernbestände überbestockt sind, ungepflegt sind und natürlich entsprechend anfällig disponiert. Kiefer, überhaupt haben wir festgestellt, ist das einzige Ökosystem, Kiefernwälder, Kiefernforsten, die pyrophil sind in Mitteleuropa. Das Waldbrandgeschehen ist aber entscheidend abhängig vom Faktor Mensch, denn Blitzschläge, natürliche Einflüsse haben keinen unmittelbaren Einfluss laut Brandbrandstatistik. Es ist der Mensch, vorsätzlich, fahrlässig oder wie auf den kampfmittelbelasteten Flächen eben auch dann der Fall, wenn Munition, Phosphormunition aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg heutzutage bei hohen Sommertemperaturen sich tatsächlich entzündet, selbst entzündet. Das ist auch ein wichtiges Thema, was mir so gar nicht bewusst war. Sollte man im Auge behalten. Also Kampfmittelberäumung an der Stelle ist auch aktiver Waldbrandschutz und Waldbrandvorsorge. Wir haben seit den amtlichen feststellen können, seit den verlässlichen Waldbrandstatistiken seit 1977 bis 2017 in Deutschland einen kontinuierlichen Rückgang der Waldbrände, sowohl was die Anzahl auch auf die Fläche betrifft. Der geringste Stand war 2017 mit nur 400 Hektar deutschlandweit, davon rund 200 Hektar knapp in Brandenburg, nur 40 Waldbrände, der niedrigste Stand seit 40 Jahren, 2017. Dann kommen die Jahre 18, 19, katastrophale Situation, Ausnahmedürre in 18, 19, auch in 20 dann. Bodenwasserspeicher sind nach wie vor in weiten Teilen des Landes nicht gefüllt, Humusauflagen ausgetrocknet. Das ist natürlich disponiert in jeder Beziehung. Die Frage ist, große mediale Beachtung, politisches Interesse, ein politischer Streit entbrennt. Was haben wir aus dieser Situation gelernt und warum ist 2020 kein Katastrophenjahr, so wie die Vorjahre? Das hat Gründe. Der wichtigste Grund ist, muss ich leider sagen, das ist auch Corona-bedingt, viele Brandstifter waren im Wald nicht unterwegs. Das muss man leider so festhalten, ganz anders als anderswo. Das ist ein Punkt, aber es gab auch seitdem und auch schon davor erhebliche Anstrengungen in der Waldbrandvorsorge. Und das ist das Kernthema, was wir ausgearbeitet haben. Es geht weniger um die Bekämpfung auch. Die Ausstattung der Feuerwehren ist deutlich verbessert worden in den letzten 10 Jahren. Im Moment sind zum Beispiel 42 neue geländegängige Tanklöschfahrzeuge in Brandenburg auf dem Weg. Die Ablauforganisationen sind perfektioniert. Verschiedene Waldeigentümer, Ordnungsämter, Feuerwehren, Kreisbrandmeister, Hoheit sitzen an einem Tisch. Das hat sich bemerkbar gemacht. Die Wege sind schneller geworden. Firewatch, das automatische Früherkennungssystem mit 108 fest installierten Kameras, flächendeckend, vor allem in den Schwerpunkten, heute in der Lage, Waldbrände, Rauchsäulen aus mehreren Kilometern Entfernung zu erkennen, innerhalb von 10 Minuten, die eine Waldbrandfläche von einem Großdurchmesser mehr als 10 Meter haben. Innerhalb von 15 Minuten kann die Feuerwehr dann heute vor Ort sein und agieren, wenn nicht eben andere Faktoren limitieren, wie Schadstoffbelastung. Mit anderen Worten, es gab erhebliche Fortschritte, ganz abgesehen davon, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, das wirkt. Das ist festzustellen, das war Konsens. Mit anderen Worten, es wurde betont, Waldbrandvorsorge, da haben wir allerdings auch Defizite, keine Frage. Das ist eben auch ein bisschen laxer Umgang und Vertrauen in die Jahrzehnte zuvor. Die ganz handwerklichen, im Forstbetrieb umsetzbaren Maßnahmen, Waldbrandschutzstreifen,
hätte zum Beispiel den damals 2017 großen Brand bei Fichtwalde jenseits der Autobahn abwenden können, wenn der Waldbrandschutzstreifen zu diesem Zeitpunkt vegetationsfrei gewesen wären. Ist einmal das Vollfeuer da, überspringt das auch, das können wir auch ausarbeiten, hat der Meißner selbst erlebt, in Jüterburg Waldbrandschutzstreifensysteme, Vorsorgesysteme von über 50 Metern in Vollfeuer. Dann gibt es kein Halten mehr. Insgesamt muss man sagen, dass die Vorsorge, die Umsetzung der Maßnahmen weiterhin mit Hochdruck vorangetrieben werden muss. Wir müssen auch wieder die alten Tugenden erkennen. Es mangelt an Feuerlöschteichen und mobiler Löschtechnik in der Fläche tatsächlich noch. Die 100%ige Förderung für die Anlage von Feuerlöschbrunnen ist sehr sinnvoll. Allein auch im Kleinprivatwald. Brandenburg ist Kleinprivatwaldland überwiegend, das muss man sagen, unter 20 Hektar. Motivierende Anreize geschaffen werden, um dort in der Fläche besser agieren zu können. Gleichwohl ist der Kleinprivatwald kein Hotspot. Hotspots sind diese schwer zugänglichen Bereiche. Ganz Dissens oder eine Nuance war auch die Frage Walderschließung, immer wieder auch naturschutzfachlich umstritten. Muss man in einer Wildnisstiftung, die zum Beispiel dann sehr intensiven Waldbrandschutz, Riegelstreifen etc. angelegt hat und anlegt, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren, muss man dann noch Ausgleichsmaßnahmen dafür in Kauf nehmen, wenn man gleichzeitig in Waldbrandriegel und deren Unterhaltung investiert. Ein kritischer Punkt auch, was die Ausgestaltung von Förderrichtlinien betrifft, ist dann die Frage der Dauerhaftigkeit. Ich habe nicht Nachhaltigkeit gesagt, das Wort nicht überstrapaziert, aber der Dauerhaftigkeit von solchen Angeboten. Es geht nicht nur um die investiven Maßnahmen, das ist gut im Moment, es geht aber auch um die langfristige Unterhaltung dieser und die Pflege dieser Waldbrandschutzstreichen, Waldbrandriegel etc. Dafür muss auch eine Lösung geschaffen werden, damit das eben auch keine Eintagspflege ist. Das an dieser Stelle schon mal ganz kurz einen ersten Einblick in diese Diskussion. Die Kollegen, die sich mit dem Thema Waldbrand, Vorsorge und Bekämpfung beschäftigt haben, haben mir nochmal aufgetragen, mich ausdrücklich auch bei den Ehrenamtlichen. Brandenburg, 96% wird von ehrenamtlichen Feuerwehren geleistet. Das ist großartig zu bedanken. Letztlich muss man sagen, hier ziehen alle an einem Strang. Und Klimawandel ist in dem Punkt, was die Waldbrandgefahr ist, durchaus beherrschbar. Danke. Herr Dr. Knoche, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt hier einen riesen Online-Bedarf noch zu dem Punkt davor. Das stelle ich jetzt aber erstmal zurück. Wir machen jetzt in diesem Workshop erstmal weiter, aber nur als Vorwarnung, Sie sind noch nicht entlassen. Dietrich, bitte. Herr Knoche, ich würde gerne eine Aussage von Ihnen ein bisschen relativieren wollen. Sie hatten gesagt, dass es nach wie vor eine große Waldbrandgefahr, zum Beispiel insbesondere in Südbrandenburg, gibt, trotz aller Bemühungen im Waldumbau. Wenn man sich mal vergegenwärtigt, was uns da gelungen ist, haben wir nicht wirklich viel geschafft und bei weitem nicht genug. Da muss also sehr viel mehr Geschwindigkeit rein und das hängt wieder unmittelbar mit dem Thema Jagd zusammen, weil uns natürlich auch bewusst ist, dass wir diesen ganzen Dingen nicht mit Pflanzung, Zaun und so weiter hinterherlaufen können. Und es ist so, natürlich ist es richtig, neue Feuerwehren anzuschaffen und es ist auch richtig, das Waldbrandwegesystem auszubauen. Aber wenn der Patient weiterhin krank bleibt, wird uns das alles nichts nützen, sozusagen, weil es dann Intensiv- und Dauerpatienten bleiben werden. An dem Punkt stimme ich Ihnen zu. Keine Frage, der ökologische Waldbau, Umbau, gerade auch was im Kleinprivatwald betrifft, ist sehr zögerlich. Das hängt auch mit der Motivlage der Kleinstwaldprivatbesitzer zusammen, keine Frage. Wenn ich weniger als 20 Hektar habe oder 10 Hektar, dann kann ich keinen großen ökologischen Waldumbau machen. Dann habe ich andere Ziele in der Bewirtschaftung, ganz einfach. Aber keine Frage, da ist ein Defizit. Stabilere Waldstrukturen, das wurde eben auch diskutiert. Da bin ich eben nicht drauf eingegangen, weil das eben auch Allgemeingut ist, was eben schon hier angesprochen worden ist. Biodiversität im Wald, kleinräumiger Waldbau, all diese Schlagworte, das macht natürlich Sinn und sind mehr als Schlagworte letztendlich, die eine dauerhafte auch Entspannung bei der Waldbrandlage hervorbringen wollten. Was mir wichtig war, einfach nochmal, das war auch der Punkt, den ich auch rausarbeiten wollte, zwischen 18, 19 und 20 und dass durchaus auch viel getan worden ist und dass man auch das anerkennen muss auf der Seite. Gleichwohl wird uns das Thema Waldbrandgefahr in Brandenburg
auf Dauer begleiten, keine Fragen, weil eben auch der Waldumbau schwierig ist. Gerade, ich habe es eben auch gesagt, es geht nicht nur um Waldumbau, das wird häufig hier so pauschal diskutiert. Es geht auch um Waldstabilisierung, dort, wo es wenig Anbaualternativen zur gemeinen Kiefer gibt, die zwar hitzegeschwächt ist, aber wo es auf den ärmsten Standorten, auf den Alpenrheinstandorten im südlichen Brandenburg häufig dann wirklich wenig Alternativen gibt. Vielleicht noch die gemeine Birke als Pionierbaumart, die da Lücken füllt, aber auch ein Beitrag zur Waldbrandvorsorge, keine Frage. Jetzt passen die vielen Online-Statements und die eine Frage doch zu diesem Thema. Es passt genau da rein. Ich lese mal drei Statements vor und dann kommt tatsächlich noch eine Frage. Also ein Online-Zuschauer schreibt, in meiner Jagdgenossenschaft schaffe ich keine Veränderung, die stimmen einfach ab. Dann schreibt jemand, wir brauchen dringend überjagende Hunde und wir brauchen eine Absenkung auf 20 Hektar. Mit den 20 Hektar ist die Fläche des Eigenjagdbezirkes gemeint, also wo man dann auch Jagdausübungsberechtigter ist. Ich würde gerne in meinem Wald jagen, mit einem Ausrufungszeichen. Und ein weiteres Statement, wir brauchen dringend ein neues Jagdgesetz, weil ja alles andere vorher nicht flächendeckend funktioniert hat. Und jetzt eine Frage. Herr Spatow, das geht nochmal an Ihren Arbeitskreis. Wurde außer Jagd zum Weg zu klimaresilienten Wäldern noch weitere Vorschläge gemacht? Das ist sehr komplex, die Frage. Wie ich vorher angedeutet habe, nicht sehr umfangreich, sondern wir sind bei dieser Zieldiskussion, was ist ein klimaresilienter Wald, haben wir sehr breit diskutiert und aufgrund der Impulsvorträge war natürlich bei den Instrumenten die Jagd auch stark im Vordergrund. Gut. Also insofern. Ja, danke, reicht mir erstmal. Jetzt Wortmeldung. Michael Müller, Professor Müller bitte und dann Professor Bolte bitte nochmal. Nur ganz kurz, warum im Augenblick die Waldbrandanzahlen und so seit Jahrzehnten sinken übrigens zur Untersetzung. Ja. Uns hilft einfach die Struktur unseres Waldes. Die Kiefernwälder sind ja alles Wälder, die wir wirtschaften, die auf Eichenwaldstandorten stehen. Das heißt, es sind gar keine natürlichen Kiefernwälder und deshalb können wir sie auch wandeln, wenn wir nur wollen. Und das Zweite ist, die sind größtenteils aus der Nachkriegsaufforstung hervorgegangen und sind im Durchschnitt 60 bis 70 Jahre alt. Das heißt, wir haben also Kronenansatzhöhen, die so hoch sind, dass selbst ein intensives Bodenfeuer kein Vollfeuer erzeugen kann. Vollfeuer heißt immer, der ganze Bestand brennt bis in die Kronen hinein. All die imposanten Rauchwolken, die wir so gesehen haben in den letzten Jahren im Fernsehen, waren alles keine Vollfeuer. Nur ganz wenige davon waren echte Vollfeuer. Das hilft uns waldstrukturell. Das ist aber auch das große Waldumbaufenster, was wir zu nutzen haben. Sonst werden unsere Urenkel uns das mal vorwerfen. Also das hilft uns dabei, jetzt wirklich mal zu sagen, mit den Waldbränden wird es nicht schlimmer werden, wenn wir weiter so arbeiten wie im Augenblick. Nur auf diesen Hotspots müssen wir tatsächlich aktiv werden. Die anderen Waldbrände haben wir sonst sehr, sehr schnell im Griff. Ja? Das ist auch ein großer Verdienst der Feuerwehren, das ist ganz klar, wurde ja schon gesagt. Aber wenn wir keine diese Hindernisse haben der Zugänglichkeit, dann sind wir innerhalb von einer halben Stunde nach Entdeckung spätestens da und dann bleiben die Waldbrände unter einem Hektar. Weil die Bodenfeuer so langsam laufen, dass man sie sehr schnell in den Griff kriegt. Ja, vielen Dank dafür. Andreas Bolte. Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass eine Kontroverse, die es ja, glaube ich, auch national oder sogar international gibt, hier nicht angesprochen wird, ist die Frage Totholz. Es gibt ja Nationen wie zum Beispiel Australien, die ja sehr stark auf Totholzentfernung ja auch schwören. Und jetzt haben wir heute Morgen ja auch gehört, auch unter anderem von Herrn Ibisch, dass andererseits ja Totholz sozusagen als Feuchtigkeitsspeicher im Wald und so weiter da entgegenwirkt. Und da wäre meine Frage noch, gab es darüber Diskussion, was war das Ergebnis? Wollte ich danke Ihnen für den Hinweis. Es gab tatsächlich eine Diskussion. Ich habe aber gesehen, der Herr Ibisch hat den Saal schon verlassen, sodass wir das hier nicht mehr im Detail ausdiskutieren können. Aber es war durchaus ein Diskussionspunkt. Vielleicht ein Punkt war auch noch diskutiert. Frage ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung. Verantwortung jedes Waldbesitzers nach § 20 Waldgesetz. Gehört auch der Waldbrandschutz dazu. Das steht expliziter. Aber Totholz war ein Thema. Auch in der Frage, was machen wir mit dem Totholz auf den Schadflächen? Lassen wir es stehen? Ökologische günstige Effekte oder ist das zusätzliches Brennmaterial, was wir uns lieber aus dem Wald rausschaffen sollen? Da gab es unterschiedliche Einschätzungen auch zwischen sauberer Waldwirtschaft, Holz aus dem Wald und ökologischem Systemdenken an der Stelle, was natürlich dem kleinen Privatwaldbesitzer dann auch wenig hilft im Moment und die aktuelle Situation sicherlich nicht entspannen kann. Das wurde schon diskutiert, aber es gab dann keinen großen Dissens. Herr Müller, können wir nicht. Bitte sehr.
Mikro kommt von hinten. Vor dem Totholz dickerer Dimension braucht man keine Angst haben. Es brennt überhaupt nicht. Ja, also sobald so ein Stück Holz, jeder versucht doch mal zu Hause, ein Holz von 10 cm Durchmesser, 15 cm Durchmesser irgendwo hinzulegen und anzuzünden. Es brennt nicht. Ja, das dünnere, das Reisigmaterial, ja, da mag sein, Nadeln, die runterfallen im Totenwald, mag sein. Das ist die Bodenstreuung, die Bodenvegetation, die brennt. Lebende Bäume brennen überhaupt nicht, da ist viel zu viel Wasser drin. Die Energie reicht nie, um die auszutrocknen. Ganz selten haben wir mal, dass trockene Zaunsäulen verbrannt sind, ein halbe beispielsweise, oder mal ein sehr, sehr lange liegender Holzstapel, der trocken liegt. Das kann schon mal passieren. Aber in der Regel braucht man vor dem stärker dimensionierten Totholz aus Waldbrandschutzgründen keine Bange haben. Hatten wir mitten in Potsdam einen brennender Holzstapel. Der ein oder andere hat es in der Presse verfolgt. Da hat bestimmt jemand was aufgekippt. Das weiß ich natürlich nicht. Gut, vielen Dank. Das Thema hält uns immer dann in Trab, wenn es größere Brände gibt. Die vielen kleinen, Michael, du hast es ja gesagt, die vielen kleinen Brände unter einem Hektar fallen nicht auf, fallen auch in der Politik nicht auf. Die großen fallen auf. Wir hatten dieses Jahr nur einen einzigen Brand, der größer als 3 Hektar war, nämlich er war 80 Hektar groß, unten im Loben. Auch da war es eine spezielle Geschichte, weil es a. um einen Moorkörper und b. auch um Kampfmittel sich gehandelt hat, die dann da waren. Aber ansonsten haben wir das Thema, glaube ich, relativ gut im Griff. Vielen Dank. So, jetzt kommen die Danksagungen. Ich erspare Ihnen jetzt erstmal eine Zusammenfassung dieser 5 Workshops. Das haben wir, glaube ich, alle jetzt ausreichend mitbekommen. Ich bedanke mich erstmal, dass Sie so lange ausgehalten haben. Nur ganz wenige Eruierungserscheinungen sind in der Zwischenzeit eingetreten. Das liegt dann aber an Zügen, die fahren und die erreicht werden müssen. Vielen Dank erstmal dafür. Mein besonderer Dank gilt heute, und ich habe mehrfach Lob bekommen, auch von einem Abgeordneten aus dem Landtag, der sich online dazugeschaltet hatte, über die professionelle Übertragung oder zur professionellen Übertragung. Also vielen Dank an die Firma MSC und als Ansprechpartner oder Chef der Truppe, Herr Hodan. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das war eine runde Sache. Und da wir ja, wie heute Morgen angekündigt wurde, der Vorreiter für zukünftige Veranstaltungen der Landesregierung hier waren, möglicherweise auch haben Sie sich damit eine gute Eintrittskarte verschafft. Vielen Dank dafür. Dann mein besonderer Dank an meine 2 sehr strapazierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Frau Böhme, ist die gerade hier oder steht die wieder vorne? Nein, jetzt ist sie gerade nicht da, aber Andreas Schulz ist da, er lehnt da am Fenster. Das waren die beiden Hauptakteure, die diese Veranstaltung gestemmt haben. Vielen Dank dafür. Ja, hier kommt jetzt auch gerade noch mal rein eine sehr gute technische Umsetzung der Veranstaltung mit einem Ausrufungszeichen. Das unterstreicht das noch mal. Wie geht es weiter? Der Minister sagte heute Morgen, das Parlament hat uns ja aufgefordert, diese Veranstaltung durchzuführen. Das haben wir nun getan. Thomas, du hattest heute Morgen kritisiert, Thomas Weber kritisiert, es gab mal eine Holzkonferenz und dann ist das ja alles in der Schublade verschwunden. Das war auch bei der Holzkonferenz mitnichten so, sondern das unterstützt unsere Arbeit natürlich in der obersten Forst- und der obersten Jagdbehörde, auch wenn wir im Moment schwerpunktmäßig an einer anderen Pandemie arbeiten. Thema afrikanische Schweinepest spielte heute, Gott sei Dank, kann ich persönlich sagen, mal keine Rolle. Ansonsten dominiert uns das in meinem Zuständigkeitsbereich mit 80-90%. Vielen herzlichen Dank für die Moderatoren. Vielen herzlichen Dank für die Wissenschaftler, die ihre Vorträge zum Einsatz gebracht haben. Und vielen herzlichen Dank an Sie im Raum, dass Sie so intensiv mitdiskutiert haben. Vielen herzlichen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer draußen, die online hier zugeschaltet waren. Ich kann sagen, das funktioniert, wenn man so ein bisschen mit Handy und mit iPad und dann hier noch versucht zuzuhören. Man kriegt das alles hin. Wir haben, glaube ich, gut diskutiert. Wir haben viele Anregungen bekommen. Wir haben sicherlich nicht Lösungen für alle Probleme. Thema Pflanzenschutzmittel ist eins. Beim Thema Wald und Wild sehe ich eine deutliche Mehrheit zu einer klaren Position. Herr Wellershoff, da waren Sie vielleicht ein bisschen alleine unterwegs, aber Sie sind ja sonst lautstark genug und können sich da ja Positionen verschaffen. Das ist klar. Das ist unsere nächste
größere Baustelle, die wir haben. Wir haben den Auftrag, bis zum Ende des Jahres den Referentenentwurf vorzulegen. Das werden wir auch trotz afrikanischer Schweinepest tun. Und dann gucken wir mal, wie die parlamentarischen Kräfte so wirken und was dann hinterher rauskommt. Herzlichen Dank für Sie, für Ihr langes Ausharrevermögen. Und Sie werden von den Ergebnissen, die wir hier heute erzielt haben, sicherlich hören und lesen. Vielen Dank.